Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Haus der Geschichte. Mein Name ist Christian Rapp, ich bin der wissenschaftliche Leiter dieses Hauses und ich freue mich heute über eine Veranstaltung, die im Rahmen unseres Gedenkjahres, Jubiläumsjahres 100 Jahre Niederösterreich zu denken ist, aber die nicht in die Vergangenheit schaut, wie das manche unserer Projekte auch im Haus, auch die noch laufende, den noch laufende Rundgang auch durch die Dauerausstellung mit dem Titel Szenen einer Ehe, da blicken wir eher zurück auf die vergangene und gemeinsame Geschichte von Wien und Niederösterreich, beziehungsweise die Wanderausstellung, die auch noch unterwegs ist in Niederösterreich, 100 Jahre, 100 Orte, 100 Ereignisse. Heute blicken wir in die Zukunft, nämlich in was passiert, was könnte passieren in 100 Jahren. Wenn ich so ins Publikum schaue, denke ich mir, einige jüngere Menschen, die mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest noch die Jahrhundertwende, nämlich die Jahrhundertwende 2100 erleben können. Und ich freue mich ganz besonders über unsere heutigen Gäste, Gudrun Biffel, Migrationsforscherin, eine Person, eine Dame, mit der wir auch sehr viel gemeinsam auch arbeiten, die auch unser Haus der Geschichte, glaube ich, auch begleitet hat, und Peter Vilsmaier, Ihnen, glaube ich, allen bekannt. Bei ihm ist es auch immer ein bisschen ein Glück, dass nicht irgendwelche Wahlen jetzt auf einmal vorgezogen worden sind, weil sonst wäre er heute nicht da. Das war für uns auch ein bisschen ein Risiko, aber wir haben festgestellt, ich habe gelernt, dass Anfang September die Chance groß ist, dass keine Wahlen stattfinden und wir daher diese Veranstaltung, also in der Besetzung, die wir uns wünschen, zustande kommen lassen können. Damit übergebe ich, freue mich auch sehr, dass Claudia Schubert heute diesen Abend moderiert und übergebe ihr das Wort und freue mich mit Ihnen auf einen, ich denke, doch sehr interessanten Abend. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für diese freundliche Eröffnung. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute gemeinsam mit diesen hochkarätigen Fachleuten hier durch diese Veranstaltung begleiten darf und dass wir eine hoffentlich, ich bin mir ziemlich sicher, spannende Diskussion hier führen werden. Anlässlich 100 Jahre Niederösterreich ist, wir haben es gehört, schon ganz viel in die Geschichte geblickt worden in den vergangenen Monaten und wir drehen es heute einmal um. Wir schauen in die andere Richtung, wir schauen nach vorne, wir schauen in die Zukunft. Niederösterreich 21-22, so lautet der Titel dieser Veranstaltung. Eins vielleicht gleich vorweg, wir haben keine Glaskugel, wir werden nicht die Zukunft prognostizieren können, wenn man so will. Aber wir werden versuchen, anhand von vielleicht auch Entwicklungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, ein bisschen einen Faden in die Zukunft zu spinnen und versuchen, ein bisschen ein Bild der Zukunft zu zeichnen auf verschiedenen Ebenen. Professor Gudrun Biffel, Wirtschaftswissenschaftlerin, sie hat fast 10 Jahre den Lehrstuhl für Migration an der Donau-Universität in Krems geleitet und innegehabt. Ich erinnere mich an ein sehr interessantes Interview mit Ihnen in dieser Funktion, das ich mit Ihnen geführt habe und freue mich, dass Sie heute da sind. Professor Peter Vilsmaier, bekannt aus Funk und Fernsehen, bekannt für seine haarscharfen Analysen, Politikwissenschaftler, Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau-Universität Krems und er hat zuletzt eine groß angelegte Studie für die niederösterreichische Landesregierung gemacht zur Landesstrategie 2030 mit sehr interessanten Erkenntnissen. Der Nachteil an Medien ist, da ist immer nicht viel Zeit, dass man irgendwie ein bisschen in die Tiefe geht. Die Gelegenheit haben wir heute. Wir werden sicher einige dieser interessanten Erkenntnisse heute hier hören. Sie, meine Damen und Herren, haben heute auch die Möglichkeit, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen. Wir werden uns so die letzte knappe halbe Stunde Zeit dafür nehmen. Also bitte, wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Anmerkungen, bitte für den Schluss aufheben und dann in die Runde werfen. Es wird dann ein Mikrofon durchgehen, dass wir Sie alle auch hier gut verstehen. Ja, schauen wir in die Zukunft. Das bringt mich zu Peter Vilsmaier, der schon in die Zukunft geschaut hat mit einer der größten, nein, nicht einer der größten, es war die größte Haushaltsbefragung, die es je in Niederösterreich gegeben hat, von der Beteiligung her. Die war überraschend groß eigentlich. Ich glaube, so groß haben nicht einmal Sie gerechnet. Wenn man an Niederösterreich denkt, dann ist es doch landschaftlich, wenn man das hernimmt, ein sehr vielfältiges Land. Vielleicht etwas überspitzt formuliert, wie wird denn das sein in der Zukunft? Werden da auch noch Menschen in sehr ländlichen Regionen leben? Oder, Stichwort Landflucht, wird sich alles eher im urbanen Bereich abspielen?
Die Kurzfassung der Antwort ist, wir werden viel mehr in der Stadt leben, wir wollen aber viel mehr auf dem Land leben. Weil ich mich nicht vor der Antwort drücken wollte, zunächst diese Kurzfassung, aber danke für die Einladung ans Haus der Geschichte. Zu einem ja dankbaren Thema, wie Niederösterreich in 100 Jahren aussieht, entgegen den sehr freundlichen Worten des wissenschaftlichen Leiters des Haus der Geschichte, mache ich mir wenig Sorgen für das, was ich an Prognosen für in 100 Jahren sagen würde, zur Verantwortung gezogen zu werden. Ich wäre dann ein rescher 155er. Wenn ich das schaffe, habe ich einen Grand Senior-Status, da traut sich sowieso keiner mehr, mich zu kritisieren. Warum ich das so kurz beantworten konnte, auch noch erklärt. Wir haben sogar 3 Studien im Rahmen der Entwicklung einer Landesstrategie Niederösterreich 2030 und natürlich folgende Jahre durchgeführt. Das eine war eine Befragung aller niederösterreichischen Haushalte mit einer Rücklaufquote von 111.000 Fragebögen. Das ist auch eine Methode, wenn Sie als Sozialwissenschaftler Ihre Sünden büßen wollen, denn Sie müssen das alles auswerten. 111.000 Stück sind deshalb enorm viel. Man kann das vergleichen. Es gab von der damaligen Landesakademie Niederösterreich eine Haushaltsbefragung im Jahr 2012. Und dort wurden Autos zum Beispiel verlost und verschenkt. Und da war die Rücklaufquote bei ca. 60.000. Wir hatten nichts zu verschenken. Also beziehungsweise auch die Landesregierung hat sich, wie ich meine, zu Recht entschieden, es sind Krisenzeiten jetzt nicht unbedingt der Zeitpunkt für Befragungen, Leute zu ködern mit Autoverlosungen. Noch dazu, weil das ja vielleicht die Zahl der Antworten erhöht, aber nicht unbedingt die Qualität und die Bereitschaft, inhaltlich zu antworten. Wir hatten nur Spannung, Interesse am Thema anzubieten und das waren 111.000 Fragebögen, die zurückkamen. Nun muss man sagen, wir können natürlich nicht steuern, bei so einer breiten Haushaltsbefragung sind diese Antworten denn regional auf die Viertel gleich verteilt, Antworten mehr Jüngere, mehr Ältere, Antworten mehr Männlein oder mehr Weiblein, mehr Leute eher aus stadtnahen Gebieten oder aus dem ländlichen Raum. Deshalb gab es zusätzlich noch eine repräsentative Studie und eine SchülerInnenbefragung, denn man kann ja schlecht sagen, die Jugend ist die Zukunft, für die ist das am wichtigsten, 2030 und folgende. Und dann befragt man ausgerechnet diese Gruppe nicht. Und in der Gesamtsumme aller über 16-Jährigen haben wir so viele über 60-Jährige, dass die Jugendlichen hier ein bisschen in den Gesamtzahlen untergehen wollen. Wir haben zunächst ein bisschen ein Definitionsdilemma, denn Leute empfinden es anders, ob sie in Stadt oder Land leben. Es gibt eine objektive EU-Definition, die richtet sich nach Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer. Das hat mit dem subjektiven Empfinden, lebe ich eher in der Stadt oder nicht, nur bedingt zu tun. Es gibt viele Leute im sogenannten Wiener Speckgürtel, die sagen, ich lebe in der Stadt, weil sie vielleicht auch als Pendler berufstätig sind in Wien, weil Kinder in die Schule gehen unter Umständen in Wien und so weiter und so fort. Und viele in Berchtoldsdorf sagen zum Beispiel, wir sind eine Stadt, obwohl Berchtoldsdorf ja viel lieber die größte Gemeinde sein will. Weil als Stadt bist du eine von vielen und keine besonders große, aber größte Gemeinde in ganz Österreich. Das hat ja schon was, wenn man das zum Beispiel schafft. So gesehen wird der Prozess der Urbanisierung und mehr in Städte und stadtnahen Raum zu ziehen, kaum umkehrbar sein. Aus meiner Grund hat er einige Ursachen, aus meiner Sicht, die nicht ganz unverschuldet sind vom ländlichen Raum. Er stirbt nicht aus, ich kann also alle beruhigen, die diese Befürchtung haben, aber natürlich sinken die Geburtenraten rein biologisch gesehen, wenn der ländliche Raum als privater Lebensraum und Arbeitsraum für jüngere Frauen unattraktiv ist. Das ist nun mal so. Und da, wenn attraktive Jobs am ehesten im Tourismus sind, eine so wichtige Branche das ist, ist das auch eine Branche, wo die Vereinbarkeit Beruf-Familie besonders schwierig ist. Ähnliches gilt für die Landwirtschaft und Ähnliches. Da sind immer mehr Frauen dann auch weg. Dann etwas, was heikel ist, wenn wir hier 2 Universitätsmenschen am Podium sitzen, der ländliche Raum hat immer weniger Akademikerinnen und Akademiker. Jetzt können Sie sagen, na Kunststück, so viel Eigenlob, das sagen die, wäre ein Problem. Naja, aber wenn Sie erkrankt sind, ich würde mich schon gerne von einem akademischen Mediziner oder Medizinerin im ländlichen Raum behandeln lassen, von einem Arzt und nicht von irgendjemand, der auch schon mal bei einem Krankenhaus spazieren gegangen ist. Sie brauchen Juristen,
für manche Dinge. Betriebswirte, Techniker beim Thema Energie, also das ist eine Herausforderung. Das Spannende aber unserer Studien, und damit vielleicht Einleitung für unsere Diskussion, war aber, diese Urbanisierung ist, wie sie ist, und ich schaue auf meinem Spickzettel nach, um keine falschen Zahlen zu sagen, aber von denen, die jetzt in einer Stadt wohnen, und ich fange anders an, 85% wollen auch 2030 und folgende noch in Niederösterreich wohnen. Also Landflucht sieht nicht so aus, alle sind weg aus Niederösterreich. Von denen, die jetzt in einer Stadt wohnen, wollen 26% aufs Land ziehen. Das klingt zunächst nicht so viel, obwohl immerhin ein Viertel. Das Spannende ist aber die umgekehrte Zahl. Nur 4% von denen, die jetzt am Land wohnen, also das ist grob gesprochen nur der sechste Teil, sechsmal weniger, die wollen in die Stadt ziehen. Also ja, diese Urbanisierung passiert, aber offenbar aufgrund des Druckes der sozioökonomischen Entwicklung, nicht weil man es will. Und diese Zahlen wurden von uns erhoben, als die Corona-Pandemie noch im Fortschreiten war. Das heißt, die Zahl derjenigen, die aufs Land ziehen wollen, hat sich noch erhöht durch die Pandemie, weil der Lockdown in manchen städtischen Regionen besonders unerfreulich ist. Also wir haben diese Schere, und das finde ich spannend, Diskussion, ja, wir haben diese massive Urbanisierung, ich halte sie auch nicht für umkehrbar, aber wir haben eigentlich den Wunsch, mehr im ländlichen Raum zu leben, und das wäre Potenzial, ich weiß, dass das Waldviertel hier zum Beispiel sehr initiativ ist, den eigenen Lebensraum als attraktiv auch positiver darzustellen und zu gestalten. Sehr eng damit verbunden, wo wir leben und wo wir leben wollen, ist ja auch immer der Arbeitsplatz. Wie werden wir arbeiten? Es ist so viel die Rede von Flexibilisierung, örtlich, zeitlich. Die Pandemie hat es vorgemacht oder da eine Beschleunigung herangetrieben, dass wir einfach örtlich flexibel sind. Wie sehen Sie das? Ist das auch eine Chance für den ländlichen Raum? Gut, dass Sie das Wort Chance sehen, erwähnt haben. Vielleicht doch zuerst noch zur Problematik Land-Stadt. Österreich ist generell nicht stark urbanisiert. Und wir haben sehr interessante, mit hoher Lebensqualität versehenen ländliche Räume, sogar periphere Räume, die interessant sind und die Lebensqualität hoch ist. Nur wir sehen sehr deutlich Abwanderungsprozesse, weil vorhin das Waldviertel erwähnt worden ist. Da gibt es einige Regionen, die schrumpfen. Also es ist Abwanderung, Abwanderung, da kommt jetzt nichts mehr dazu. Und es ist sogar so in diesen Gebieten, dass Migrantinnen und Migranten, die zuwandern, eventuell auch über die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen in diesen Regionen, wo die Betriebe sich drum reißen, die Leute zu haben, darf man nicht vergessen. Ja? Dass aber die Einstellung der Bevölkerung in diesen Regionen, und es sind nicht nur die ländlichen Regionen, aber die insbesondere, die eigentlich sich mit der Zuwanderung migrantischer Natur nicht wirklich auseinandersetzen will. Und das, und jetzt bleibe ich wieder im Waldviertel, weil auch die Frage nach den Arbeitsplätzen gestellt worden ist, hier gibt es zum Beispiel im Raum Gmünden, also einem alten Industriegebiet, Inkubatoren, Kubatoren, also Entwicklungen im Hochtechnologiebereich, zum Beispiel für die Produktion von Glasfasern, die du brauchst für Breitbandausstattungen und daher auch das Anbinden aller, auch peripheren Regionen, in eine gute Internetverbindung, nicht nur ein bisschen was, sondern wirklich, wo Massendaten durchmarschieren können, die Voraussetzung dafür sind, dass gewisse Industrien dort überhaupt bleiben können oder hingehen können sogar. Und in dieser Situation ist klar, dass für die Erzeugung dieser Glasfasern du ganz einfach extrem hochqualifiziertes Personal brauchst, das du nicht in ausreichendem Maße in Österreich hast. Und wenn man hier nicht erkennt, dass es für die Entwicklungschancen dieser Region extrem wichtig ist, auch einen offeneren Zugang zu Migration zu haben, dann haben diese Regionen verspielt. Und vor allem auch hier wieder sehr interessant, Niederösterreich ist überhaupt ein interessantes Bundesland. Es ist ein Flächenbundesland, also wirklich das größte Bundesland Österreichs, flächenmäßig,
Auch bevölkerungsmäßig nicht so wenig. Auch von der Wählerzahl her das Größte. Das ist natürlich extrem wichtig. Auch wenn es die Wiener nicht gerne hören. Ja, aber das ist ja das Faszinierende. Ja, das wird jetzt eine andere Sache werden, wenn die Zweitwohnsitze also jetzt nicht mehr wählen gehen können. Aber im Zusammenhang mit Industriegebieten, alte Industriegebiete, gibt es in hohem Maße, das sind die Urständigen, das geht auf die Monarchie zurück, diese alten Industriegebiete. Waldviertler haben wir schon erwähnt, das eins. Die Textilindustrie arbeiten heutzutage gerade mal 1000 Menschen da oben in der Textilindustrie. Aber das ist auch nicht das, was das Vorarlberg geschafft hat. Vorarlberg war ebenfalls ein Textilindustriezentrum, nur die haben es tatsächlich geschafft, in den Hightech-Bereich hineinzugehen. Oder schaue ich mir den Süden des Industrieviertels an. Was haben die anders gemacht? Kann man das nachvollziehen? Das kann man sehr wohl nachvollziehen. Ja? Man braucht vor allem den Mut, in moderne Technologien einzusteigen und die Computerisierung, die ja dann weiterentwickelt worden ist über Digitalisierung und Automatisierung in verstärktem Maße, da das voll und ganz zu unterstützen, zu sagen, wir haben die Designer, wir haben die Computerspezialisten, wir machen diese hochwertigen Elemente in der Textilindustrie und wir verlagern es in den europäischen Binnenmarkt. Also da sind ja auch die Maschinen zum Teil transferiert worden von Vorarlberg nach Tschechien. Und auf die Art und Weise ist diese Textilindustrie europäischer Natur erhalten geblieben und die Wolfurt-Strümpfe, die werden überall in der Welt gekauft. Also das ist ein Hightech-Produkt, das man durchaus auch sagen kann, die Marketing-Schiene ist ebenfalls in Österreich. Also diese hochwertigen Tätigkeiten, die können durchaus in Österreich weiterfahren, aber es braucht, was wichtig ist, ist, die Kompetenz mit den Textilien noch umzugehen. Also das heißt, es sind Urqualifikationen der Textil- und Bekleidungsindustrie, die noch in der Bevölkerung in gewissem Maße vorhanden sind, auf denen man auch die neuen Technologien aufbauen kann. Und genau da ist jetzt die Frage, schafft es das Industrieviertel? Oder schauen wir uns Lilienfeld an. Lilienfeld war auch einmal ein Industriegebiet gewesen, Lilienfeld wächst. Aber man muss sich genau anschauen, wie Lilienfeld wächst. Und dann muss ich mir, wenn ich weiß, dass Lilienfeld nur wächst, weil es Zuwanderung von Migrantinnen und Migranten gibt und das eine ganz bestimmte Qualifikation üblicherweise nur ist und die besser qualifizierten Einheimischen abwandern und die Veralterung in diesen Regionen zunimmt, dann muss ich mir überlegen, wenn ich will, dass diese Wirtschaftsräume erhalten bleiben, dann muss ich extrem investieren in die Bildung und Aus- und Weiterbildung, nicht nur von den Schülern und Schülerinnen, klarerweise, sondern auch von den Erwachsenen. Und da sind wir genau dort, wo Niederösterreich wirklich voll investieren muss. Denn wenn Niederösterreich in die Hochtechnologiebereiche einsteigen will, dann hat man das Potenzial für Wirtschaftswachstum und daher für Arbeitsplätze. Dann bleiben die hier, dann wandern die Leute nicht, arbeiten nach Linz oder nach Wien, sondern sie bleiben eventuell auch in diesem zum Beispiel ja interessanter Raum Niederösterreich-Mitte mit St. Pölten. Da hat es ja wahnsinnig viel Entwicklung gegeben. Also das hier aufzuwerten, wäre meines Erachtens extrem wichtig und da vor allem auch zu investieren in die künstliche Intelligenz. Also wo ist Österreich angesiedelt im Bereich der Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz? Nicht nur kaufen, selbst produzieren, selbst wissen. Also Grundlagenforschung haben wir ja eventuell die Chance mit der Universität Linz. Es ist nicht Niederösterreich, aber Niederösterreich soll sich anhängen an die Forscher in Linz und in Wien. Und wenn man da mitwachsen kann, dann hat man eine Chance, auch in diesem Bereich nicht nur Sachen einkaufen zu müssen, die im Wesentlichen dann Arbeitsplätze fressen werden. Ja, die Automatisierung frisst natürlich auch Arbeitsplätze. Aber die Wachstumschancen wahrnehmen zu können, bedeutet, dass man in ganz bestimmte Technologien investieren muss. Und Niederösterreich hat unwahrscheinlich aufgeholt, was die Wissenschaftsentwicklung anbelangt. Mhm. Kunst und Kultur natürlich ebenfalls. Aber es ist sehr stark in der Biotechnologie, in der roten und in der grünen Biotechnologie. Aber jetzt noch dazu, also die künstliche Intelligenz,
Das wäre, also das ist eine Ergänzung, die fehlt. Wir haben ein bisschen was in Wiener Neustadt, unternehmensbezogene Technologien, aber sonst, ich habe herumgeschaut, was es sonst noch gibt. Im Design gibt es etwas, im Raum Mitte von Niederösterreich. Aber dort, wo ich das Gefühl habe, dort müsste man hinein, da sehe ich Niederösterreich im Moment nicht. Es gibt das ISTA. Genau. Ja, es gibt das ISTA, das ist natürlich Stadt. Das ist ja auch Grundlagenforschung, die dort und betrieben hoch wird. Hoch und höchst qualifiziert, keine Frage. Mhm. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Betriebe im Wesentlichen wachsen über Exportquoten, über den Export. Und was können wir verkaufen? Und da muss man sich schon überlegen, wie wir uns vernetzen mit den Wertschöpfungsketten allein innerhalb von Europa. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dieses traditionell Produzierende wird eher zurückgehen. Es wären höherwertige, besser qualifizierte Tätigkeiten sein, die man in Zukunft ausübt. Was die Automatisierung, und die Digitalisierung für Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt hat, ist eindeutig, dass es eher in den höheren Technologiebereichen hineingeht. Also dieser Trend wird... Und Niederösterreich ist von der Qualifikation der Arbeitskräfte, übrigens muss man hinzufügen, dass Niederösterreich im Schnitt älter ist als Österreich. Ja, das heißt, wir haben schon auch da noch die Herausforderung, wie geht man um mit älteren Menschen? Ja, aber da komme ich noch dazu. Ja, das ist auch, wenn man will, man muss sie als Chance wahrnehmen, aber auch hier wieder ohne die Technologien, also zum Beispiel produzieren, eine Wachstumsschiene für Betriebe, die ambient wohnen. Also das heißt, dass Menschen, die älter sind, weiterhin in ihrem normalen Umfeld bleiben können, aber mit technologischer Unterstützung, so lange wie möglich, ist für alle das Beste. So kostengünstig. Smart Homes nennt man das, glaube ich, manchmal. Ne? Smart Home, also smartes Ambient Wohnen. Housing ja. Ist es normalerweise. Das heißt, aber das ist eine Wachstumsbranche. Gute Freunde von uns in Frankreich, der hat sich wirklich hineingehängt in die Produktion, also in die Unterstützung von Menschen, die noch nicht ganz alt sind. Das sind so eher die 50-Jährigen, die sich überlegen, wie sie in Wohnungen noch weiter leben können oder in Häusern noch weiter leben können. Und der hat da eine boomende Wachstumsbranche für sich entdeckt. Ja? Also das auch zu exportieren, ja, wäre eine große Chance. Darf ich den Brückenschlag von der Wirtschaftswissenschaftlerin zum Politikwissenschaftler und Wahlforscher schlagen? Es sind ein paar Stichworte gefallen. Manchmal können ja auch an sich gute Daten aus sozialwissenschaftlichen Erhebungen nachdenklich stimmen. Zum Beispiel, wie wird Niederösterreich als Ort zum Arbeiten gesehen? Die Daten sind 2/3 Mehrheiten, hat in der Politik niemand, positiv wird Niederösterreich als Arbeitsort gesehen. Aber es kommt immer auf die Vergleichsgröße an. Über 90% sagen, Niederösterreich ist zum Leben gut. Zum entweder Altwerden oder zum Aufwachsen der Kinder. Übrigens gut, dass es in beiden Bereichen 90% Werte gibt, weil wenn man den Ort, welcher auch immer in Niederösterreich, nur zum Altwerden super empfindet und zum Aufwachsen der Kinder grotten schlecht oder umgekehrt, dann haben sie einen ziemlichen Generationenkonflikt. Für Freizeittätigkeiten wird Niederösterreich von an die 90% sehr positiv beschrieben. Und im Vergleich dazu sind diese 70%, die es als Arbeitsort positiv beschreiben, immer noch gut, aber doch etwas nachdenklich. Stimmender, weil im Vergleich deutlich geringer. Das ist als Status quo Bestandsaufnahme, so unsere Daten, in einem Land der Pendler nicht verwunderlich. Richtig. Aber ich erinnere an die anderen Daten, die ich referiert habe. Die Leute wollen ja mehr auf dem Land leben. Und um auch der zweite Teil meines Brückenschlages zum Wahlforscher. Es ist das Stichwort, und das betrifft vor allem den ländlichen Raum, alternde Gesellschaft. Als neutrale, demografische, rechnerische Beschreibung gefallen. Wir haben bald niederösterreichische Landtagswahl. Wir wissen beide zu unserem Terminplanungsleitwesen noch nicht, wann genau. Aber bei der übernächsten Landtagswahl, also zu der dauert es dann noch weitere über 5 Jahre, wird es so sein, das mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, oder das kann man rein statistisch errechnen, die Mehrheit, also über 50% der Wahlberechtigten 60 plus sein werden.
Was in Österreich faszinierenderweise mit dem Pensionsalter gleichzusetzen ist, nicht gesetzlich, da ist es 65, aber mit dem faktischen Pensionsalter. Da fühlen sich junge benachteiligt. Im ländlichen Raum sind es immer noch mehr. Über die soziologischen Ursachen können wir noch diskutieren, aber das ist ein Problem, das nur durch eine Methode lösbar ist, die ein Tabuthema ist für eine sachliche politische Diskussion leider, Zuwanderung. Richtig. Weil ich kann, Wissenschaftler, die empirisch mit Daten arbeiten, sollen keine anekdotischen Einzelerfahrungen erzählen, aber ich kann von Regionalveranstaltungen, die wir im Zusammenhang mit der Landesstrategieentwicklung in allen Regionen, auch im nördlichen Waldviertel gemacht haben, genau das bestätigen, was die Kollegin Biffel ausgeführt hat. Die Sehnsucht der Betriebe geradezu nach Arbeitskräften, also wir hätten die Arbeitsplätze, nicht das Problem einer großen Arbeitslosigkeit, aber wie halte ich sie? Und ich muss auch lösen das Problem mit dem Thema Gesundheit in einer alternden Gesellschaft. Es ist nun mal so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man erkrankt und nicht mehr ganz so fit ist, mit steigendem Alter zunimmt. Da ist auch eine boomende Branche, gar nicht erst, wenn es um 24-Stunden-Pflege geht, und wir brauchen mehr Pflegekräfte, das stimmt schon, sondern ganz banale Projekte für altersgerechtes Wohnen. Mit Kleinigkeiten im Alltag in der Wohnung, die das selbstständige Wohnung möglich machen. Da geht es nicht um große Pflegedienste, aber wo halt das klassische Gehöft etc. nicht mehr ganz so ideal geeignet ist. Da liegt noch was drin und es darf nicht die Situation entstehen in Verbindung mit dem Pendeln, dass dann ältere Menschen, obwohl es noch gar nicht notwendig wäre, in Heimen leben, die dann eher im städtischen Raum sind und die, die sie dort pflegen, pendeln aus dem ländlichen Raum auch dorthin. Also da ist an Potenzial noch viel ungenutzt, auch was Gemeindekooperationen übrigens betrifft. Es reicht die Idee, dass jede einzelne Gemeinde ein eigenes Schwimmbad haben muss. Das muss man nicht diesen Fehler wiederholen bei Bereichen wie Gesundheit und Pflege. Da kann man auch sehr gut kooperieren, was auch passiert. Und was man Niederösterreich natürlich zugestehen muss, stimmt es nicht für Lilienfeld natürlich, die Sondersituation eine bis Ende des Ost-West-Konfliktes, also bis rund um 1990 Totengrenze, wo Minenfelder waren, wo Türme stehen. Dieses Schicksal hatte Vorarlberg einfach nicht. Die hatten einen geografischen Glücksvorteil. Das ist weder Leistung der Vorarlberger noch Fehler der Niederösterreicher, sondern einfach historisches Faktum. Also diese Anpassung, auch im Dreiländereck mit Deutschland und der Schweiz liegend, das sind natürlich geografische Vorteile und das ist auch eine Herausforderung, hier von mir positiv in Kooperation mit der EU gesehen, die Niederösterreich angenommen hat, dass man hier etwas neu erschließen musste, was vorher wenig Sinn gemacht hat, weil wenn da drüben ein Soldat steht mit Schießbefehl, dann sind die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Kooperation irgendwie enden wollend. Aber da liegt noch etwas eine Herausforderung drinnen, um nicht, er stirbt nicht aus dem ländlichen Raum, aber wenn ich immer mehr ältere Menschen dort habe, dann habe ich auch wirtschaftlichen Nachteile daraus, selbstverständlich. Da gibt es ja, Entschuldigung, weil wir gerade beim Nachwuchs sind, da gibt es ja auch Erkenntnisse aus dieser Studie oder aus diesen Befragungen, wie viele Kinder werden wir haben und das führt uns unweigerlich dann auch wieder zur Zuwanderung und der Frage, wird es ohne gehen? Darf ich, Entschuldigung, na bitte. Nein, ich habe das Gefühl, dass man bei dem Thema, das ich angeschnitten habe, schon noch einige Ergänzungen anführen sollte. Erstens einmal muss uns bewusst werden, dass von der Wertschöpfung Niederösterreichs das vorletzte von allen Bundesländern ist. Nur Burgenland hat eine schlechtere Wertschöpfung pro Kopf als Niederösterreich. Das heißt, man muss sich sehr wohl was überlegen über die wirtschaftliche Entwicklung. Sorry, das muss man. Und der zweite Punkt, Wachstumsbranchen, Sie haben vorhin schon in diese Richtung gefragt. Ich habe nur den Hightech-Bereich angeschnitten. Aber es ist genauso auch der Low-Tech-Bereich, den Sie angeschnitten haben mit der Gesunden und Alten, also Gesundheit, Pflege etc. Aber auch, um hier eine qualitätsorientierte, professionalisierte Betreuung zu haben, brauche ich High-Tech. Der gesamte Gesundheitsbereich lebt davon. Einer der wichtigsten Bereiche für Hochtechnologie. Ja? Und ich weiß jetzt nur von einem Spital in Wien, das mich besonders interessiert hat, das ist das Rudolfspital, die es versucht haben, in gewissen Abteilungen, unter anderem aber auch für Demenzkranke, mit Industrierobotern aus Japan zu arbeiten. Die sind noch verdammt teuer. Aber es ist interessant, dass das
sowohl von den Pflegekräften der Ärzteschaft als auch von den zu pflegenden Menschen und betreuenden Menschen unwahrscheinlich gut aufgenommen worden ist. Das heißt, es stimmt ja gar nicht, dass die Österreicherinnen und Österreicher so die Technik nicht mögen. Ja? Vielleicht nicht so stark wie die Japaner. Die Japaner umarmen natürlich die neuen Technologien und auch diese kleinen Roboter. Aber es ist, wenn es eine deutliche Entlastung für das Pflegepersonal bringt, dann wird, und wenn es gleichzeitig vor allem auch für die demenzkranke Person nett ist, jemanden zu haben, der immer lieb und freundlich und so weiter ist, und das ändert sich überhaupt nicht, auch beim 100. Mal dasselbe sagen, dass das hilfreich ist. Das ist für alle eine gesunde Situation. Aber wofür sind die eingesetzt worden dort? Für alles. Das ist für die Unterstützung von Krankenschwestern, aber auch im Einsatz Unterstützung, Essen geben etc. für die Kranken, als auch für die Demenzkranken. Sie zu begleiten hinaus, wenn sie draußen sitzen, wenn sie noch etwas haben. Ja, das ist super gut angekommen. Ja? Wahnsinnig ich darf lieb. Zustimmend nur jedem und jeder einen Besuch der Pflegefachschule in Gamming zum Beispiel empfehlen, weil dort bekommen Sie dann auch eine Führung. Das sind zwar noch keine Roboter, aber natürlich vom Bett beginnend sind das Hightech-Geräte, genau, wo menschliche Pflegekräfte geschult werden, weil selbst die es bestmeinende Pflegerin mit unzulänglicher technischer Ausstattung viel weniger Pflegeleistung erbringen könnte. Also da ist jedes Bett ein Hightech-Gerät und in die Richtung geht. So ist es. Und wir wollen doch, dass der Krankenpflegerberuf ein Beruf sein kann und nicht nach 20 Jahren aus ist, weil es das nicht mehr ausholzt. Und es ist meines Erachtens die ärgste Vergeudung von Pflegeausbildung und Know-how, wenn diese Person dann sagt, nach 20 Jahren, 40, 45 Jahren, so und jetzt gehe ich als Kassierin, weil das weniger anstrengend ist. Also wir müssen uns wirklich etwas überlegen in dem Zusammenhang. Und da geht es ohne technische Unterstützung für die pflegende Person überhaupt nicht. Wenn ich nur an Maikreiz denke, also geschweige denn dann, ja, also, und die müssen andauernd heben. Und es ist nicht nur die Kombination von jungen Leuten mit älteren Leuten, die eine weiß genau, wo du wie anheben sollst und so weiter, und die andere hebt halt. Das allein reicht sicherlich nicht. Es ist die Kooperation zwischen verschiedensten, also Alter etc. und Qualifikationsniveaus, aber ohne Technik wird es nicht gehen. Und es, auch hier in dem Bereich habe ich relativ wenig Forschung. In Wien habe ich sie, in Linz habe ich sie, in Villach gibt es sogar ein Aging-Forschungsinstitut dazu, aber in Niederösterreich habe ich das nicht. Und ich würde meinen, dass man hier verstärkt angesichts der Altersstruktur der niederösterreichischen Bevölkerung sich wahrscheinlich schon verstärkt damit auseinandersetzen muss. Nicht nur der Pflege an sich, und da schafft man auch Arbeitsplätze, keine Frage, sondern auch mit dem ganzen Umfeld, und wir haben es jetzt gemeinsam angeschnitten im Zusammenhang mit dem Wohnen und die Unterstützungen, die es in diesem Bereich braucht. Aber wenn ich noch eine Sache da kurz sagen soll, Sie haben es schon angeschnitten, also du hast es schon angeschnitten, mit den Kooperationen. Wir haben lange an der Universität für Weiterbildung Krems zusammengearbeitet. Es ist dann immer seltsam, so zu tun, als hätte man sich jahrzehntelanger Zusammenarbeit immer gesitzt. Ja. Auch Uniprofessoren sind nicht so formalistisch. Ja, also, ja, darum, ja. Also, ja. Das heißt, es sind Kooperationen, die gemeindeüberschreitend sind. Das muss auch übrigens im Zusammenhang mit den mobilen Diensten und dem Verkehrssystem sein. Ich habe mal das Verkehrssystem in Waldviertel mir genauer angeschaut und war dann total entsetzt, dass die Busse, die öffentlichen Busse, alle nur innerhalb der Bezirksgrenzen fahren. Und wenn du die Bezirksgrenze überqueren willst und du vom oberen Waldviertel runter ins Ispertal, ins Gymnasium gehen willst oder diese Fachschule gehen willst, dann geht das nicht. Und dann hat sogar der Direktor versucht, einen eigenen Bus zu implementieren, wo die Leute auch unterstützt hätten, dass die Kinder von oben heruntergebracht werden können, dass sie nicht im Internat sein müssen, weil da ist ja die Frage, was kostet das und wird das bezahlt? Ja? Und das war nicht möglich. Das heißt, es ist leichter für jemanden von Vorarlberg mit dem Zug nach, wo immer das jetzt heißt, Wieselburg oder wie das heißt da, und da mit dem, keine Ahnung, wie diese Städte alle heißen, mir ist es nur erklärt worden, sie haben mehr Studierende aus Vorarlberg
als aus dem oberen Waldviertel. Und das muss man einem zu denken geben. Ich muss wirklich hineingehen und mir die Kleinstrukturen anschauen und versuchen zu verstehen, warum die Strukturen so sind, wie sie sind. Also wie gesagt, ein Verkehrssystem, das im Waldviertel nur im Bezirk herumfährt und nicht übergreifend fährt. Wenn man an der Stadtgrenze ist, bis dorthin fährt ein Bus und an der Stadtgrenze fährt ein anderer Bus weiter. Das sind meines Erachtens schon, also Kooperationen gehen natürlich in dem Zusammenhang, aber vielleicht geht es ein bisschen effizienter. Ja? Und dann noch etwas, wenn ich schon, ich brauche unbedingt, wenn ich den ländlichen Raum erhalten will, und ich bin eine von denen, die den ländlichen Raum liebt, und ich möchte daher, dass der ländliche Raum, auch der periphere ländliche Raum, erhalten bleibt, bewohnt ist, mit einer guten Infrastruktur ausgestattet ist. Da wird meines Erachtens gar nichts anderes funktionieren, als ich überlege mir, wo habe ich sowas wie eine Drehscheibe, ein Regionalzentrum, räumlich, das ausstrahlt in all die Richtungen, und da auch Internetplattformen, wo ich koordinieren kann, alle sozialen Dienste, da gehört die Bildung genauso dazu, Aus- und Weiterbildung, die Betriebe, die eingebunden werden, die Mobilität gehört dazu, etc., etc. Gesundheit gehört klarerweise dazu. Und auch einen Kindergarten zu machen, der gemeindeübergreifend ist, wo man dann mobile Dienste hat, das ist das Um und Auf. Ich kann es nicht nur für meine Gemeinde haben, weil sonst wird der Kindergarten geschlossen. Und ich weiß das, weil ich wohne da im Kamptal. Und dann wird der Kindergarten geschlossen. Ja? Und das heißt, wenn wir wollen, und da bin ich bei der Fertilität, wenn wir wollen, dass Frauen, Mütter in den ländlichen Räumen bleiben, dann muss es eine soziale Infrastruktur geben, die leistbar ist, professionalisiert ist, also gute Qualität ist, sodass ich mir keine Sorgen mache um die zu pflegenden Personen oder die Kinder. Also eine Kinderbetreuungsinfrastruktur, also dass die Kinder und die Älteren versorgt sind sozusagen. Ja, und ja. Da gibt es viele Modelle in Österreich schon. Ist ja nicht so, dass man das neu erfinden muss. Und in Niederösterreich gibt es auch interessante Modelle. Aber wie gesagt, man muss herumschauen und es braucht jemanden im Rahmen zum Beispiel von Daseinsvorsorge, das ja Niederösterreich sehr stark propagiert, dass man da ein bisschen mehr auch über die Bundesländergrenzen schaut, weil es natürlich auch auf den Rechtsrahmen ankommt. In einem Bundesland geht es über Landesgesetze, in einem anderen Bundesland muss ich mir andere Regelungen überlegen. Das ist ja auch noch eine Eigenheit von Österreich, dass wir 9 Bundesländer, 9 unterschiedliche Regelungen in dem einen oder anderen Bereich haben. Das muss man sich leisten können, können wir uns vielleicht auch leisten, aber dann muss es besser koordiniert werden. Das ist mein Denken dazu. Gibt es dazu eine Anmerkung? Nein. Stichwort Kinderchen würde mir eine. Ja, bitte, bitte. Auch versuchen, das mit Zahlen zu unterfüttern. Das Bild, das junge Menschen haben und auch die schon nicht mehr ganz so jungen, aber die selbst sich noch Kinder vorstellen können, ist schon das klassische Bild von 2 Kindern, Familie, nicht mehr so wie früher mit Trauschein und Ehe zwangsläufig in Verbindung, aber sonst sehr klassisch, Einfamilienhaus, wahrscheinlich auch Auto und Hund und was sonst noch zu dem Klischee dazugehört. Jetzt haben wir aber die Geburtenrate, also das ist statistisch nun mal als Fertilität so gemessen, die Zahl der durchschnittlichen Kinder, die eine Frau im gebärfähigen Alter bekommt. Das liegt bei 1,3, 1,4. Statistisch gesehen, niemand bekommt Drittel oder 1/4 Kinder. Also deutlich unter diesem Wunsch 2 oder sogar 3, der geäußert wird. Und die internationale Erfahrung zeigt, dass die sogenannte Spaßmethode nicht hilft. Wir könnten jetzt natürlich sagen, um Verjüngung, speziell des ländlichen Raums, aber generell Niederösterreichs, empfehlen wir als Sozialwissenschaftler die Spaßmethode. Ich nenne sie deshalb so, denn im Regelfall macht der Produktionsversuch, Kinder zu bekommen, den Menschen ziemlich viel Spaß. Nur spricht da die Empirie dagegen. Jene Länder, wo, das hat andere Ursachen, bis hin zu auch nicht nur soziologischen, sondern religiösen Gründen, katholische Verankerung etc. Aber dort, wo die Geburtenrate kontinuierlich gesunken ist, auf ähnlich niedrige Werte, ist sie das auch schon geblieben. Also den Optimismus in Niederösterreich oder anderswo auf der Welt zu sagen, das erheben wir einfach, weil es macht doch Spaß, den würde ich nicht teilen. Da sprechen die Daten einfach dagegen, das
funktioniert. Nicht, wenn Sie jetzt Methoden wie in China, die das in die Gegenrichtung versucht haben, die nicht demokratisch sind, ausschließen wollen. Dann bleiben zwei andere Methoden. Das eine haben wir schon angesprochen. Ich muss die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für jüngere Frauen erhöhen, denn dann ist auch die Bereitschaft, mehr Kinder zu bekommen, und nicht schon mit dem ersten Kind ist mein berufliches Fortkommen gefährdet und mit dem zweiten könnte ich es vergessen. Und das andere, die Methode, warum haben Städte im Durchschnitt eine jüngere Bevölkerung? Ja, das hängt auch mit Studierenden und so weiter zusammen, aber weil sie einen höheren Zuwanderer und Zuwanderinnenanteil haben und deren Anteil an der österreichischen Bevölkerung ist rund 10 Jahre im Durchschnitt jünger als von der Gesamtbevölkerung. Also dieses Thema natürlich von qualifizierten Arbeitskräften, zielgerichtet in Bereichen, wie man es braucht, der Pflege-Gesundheitsbereich, wäre vom Zusammenbruch bedroht, ohne Zuwanderinnen und Zuwanderer als Arbeitskräfte dort. Das sachlich zu diskutieren, ich weiß nicht, die perfekten Lösungen, ich bin jetzt nicht Experte für Gesundheit und Pflegebereich etc., aber das Problem ist, dass das Thema ja so entweder politisch tabuisiert wird oder emotional verdorben ist und wird, dass die Sachdiskussion ja schon nahezu unlösbar ist. Aber wenn ich sage, wir haben eine alternde Gesellschaft, auch meine Wählerstatistiken von vorhin in Erinnerung gerufen, das ist reine Mathematik, denn wer in Niederösterreich bei der übernächsten, der überübernächsten und auch der überüberübernächsten Wahl wahlberechtigt ist, kann ich einfach ausrechnen. Denn wenn ich ab 16 wahlberechtigt ist und die Periode bis zur nächsten Wahl ist 5 Jahre, 3 mal 5 ist 15, dann weiß ich jetzt schon, das hat nichts mit Umfragen zu tun, rein statistisch, wer in 3 Wahlen geht, es sei denn, es ändert sich etwas durch Zuwanderung. Und die durchschnittliche Lebenserwartung weiß ich auch. Also ich kann leider niemanden von Ihnen persönlich prognostizieren, ob Sie bei der übernächsten Wahl noch leben. Aber rein statistisch gesehen weiß ich, wie viele der jetzt 50, 60-Jährigen dann im hohen Alter 70, 80 noch wahlberechtigt sind. Und jetzt, sorry, wenn ich mich hier so umsehe, mit einigen Ausnahmen gehören wir schon eher der 30-Plus-Generation an. Also das ist jetzt von mir zugegeben sowohl höflich als auch mathematisch richtig. Jeder kann sich das Plus selbst definieren. Wenn wir aber sagen, das ist ein Problem, bring noch eine Zahl aus der Wahlforschung in Niederösterreich. Wir haben mehr als doppelt so viele über 80-Jährige Wahlberechtigte als 16- bis 18-jährige Erstwählerinnen und Erstwähler. Und dann sagen Sie der Jugend, ihr seid die Zukunft. Die bleiben ja bei allem in der Minderheit und im ländlichen Raum ist diese Kluft noch größer. Bei einer Volksbefragung oder Volksabstimmung, wir haben nicht allzu viel Direktdemokratie, aber wenn es sie gibt, können alle Jugendlichen und jungen Menschen unter 30 sich zu 100% einig sein für etwas. Wenn, nehmen wir mal an, die 30- bis 60-Jährigen sind neutral, nur ca. 60% der über 60-Jährigen gegenteiliger Meinung sind, dann schaffen die insgesamt die Mehrheit. Das kann man jetzt bedauern, wenn man, wie ich auch zunehmend, der älteren Generation angehört. Aber an sich ist das ein Ungleichgewicht. Und da ist Zuwanderung als sachliche Debatte, wo, wie mache ich es? Plus auch natürlich mit der genauso tabuisierten Frage, wenn Menschen sehr lange hier leben. Die sind ja da und von Entscheidungen des politischen Systems betroffen. Soll ich da nicht diskutieren, ob sie auch politisch mitbestimmen können? Oder warum darf ich als polnischstämmig schon länger in Niederösterreich lebend bei einer Gemeinderatswahl mitstimmen, als Schweizer hier lebend aber nicht, weil als EU-Bürger darf ich bei Gemeinderatswahlen wählen, warum bei einer Landtagswahl nicht? Also da ist einfach viel mehr zusammen mit der Demokratie-Sachdebatte mit Zuwanderung einfach notwendig, weil die Geburtenraten sind niedrig und sie werden es nach allen Prognosen auch bleiben. Kann ich dazu gleich etwas sagen? Weil auch das ist etwas, was man sich genau anschauen muss. Die Fertilität hat eine U-Kurve. Das heißt, Menschen, die arm sind, haben viel Kinder. Der Mittelstand hat wenig Kinder. Und Menschen, die reich sind, haben wieder mehr Kinder. Das heißt, ich muss mir anschauen, in welche Richtung. Und wenn jetzt der Mittelstand wegbricht, wenn die besonders gedrückt werden, dann wird eigentlich die Basis für eine Fertilität noch mehr. Die werden nicht alle reich, ja, genau. Das ist richtig. Das ist es eben. Es kommt ja zur Aushöhlung und das geht ja nicht alles hinauf so. Ja? Sondern es geht auch sehr viel hinunter. Möglicherweise also für die Qualität und für die Möglichkeiten, die man hat, für die Bildung von Kindern. Und da muss man natürlich wirklich investieren. Wenn wir wollen, wenn wir schon so knappe Geburtenjahrgänge haben und wir wollen, dass diese Jugendlichen die Zukunft sind und
auch die Älteren dann finanzieren, wenn man so will, dann müssen sie extrem produktiv sein. Das heißt, ich muss schauen, dass ich in die so viel wie nur möglich an Qualifikation hineingebe. Und dann ist es wirklich eine Vergeudung von Ressourcen, wenn man so einen extrem großen Unterschied in den Leistungen von Migrationskindern und Nicht-Migrationskindern hat. Ja? Also diese Vererbung, und darum denke ich jetzt wieder an das Lilienfeld, wenn man nicht hergeht, wenn man will, dass diese Region mehr und mehr abstirbt, wirtschaftlich, und immer mehr verarmt, wenn man das nicht will, dann muss man verstärkt in die Schulen, in die Ausbildung dieser Kinder investieren, damit es dort ein Wachstumspotenzial gibt. Sehen Sie da Tendenzen in diese Richtung, dass das auch passiert? Nein, sehe ich eben nicht. Darum sage ich es ja. Ja, eben. Also vor allem, und wenn ich auch die Fertilität, das hat jetzt der Peter schon sehr, sehr gut angeschnitten, die Problematik der Fertilität, es ist ein komplexes Ding. Hm. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Thema, schauen wir uns ein Land an, das die Reproduktionsrate hat. Und das ist Schweden. Und in Schweden habe ich das Land mit der höchsten Erwerbsintegration der Frauen. Und dann muss ich mir auch wieder lebensphasengerechte Arbeitszeit überlegen für Frauen und Männer. Denn in einer gewissen Lebensphase will ich rund um die Uhr arbeiten, weil ich Karriere machen will, aber in einer anderen Lebensphase will ich Vater, Mutter sein und in der Phase wollen beide ein bisschen weniger arbeiten und dann kannst du wieder durchstarten. Also wie gesagt, lebensphasengerechte Arbeitszeitmodelle brauchen wir. Und auch ältere Arbeitskräfte, die sind ja nicht alle mit 60 K.O. Ich meine, in manchen Berufen ist das sicherlich der Fall, keine Frage. Ja? Wenn ich da an die Gießereien denke und Gießereiarbeiter oder an die Föstarbeiter, die am Hochofen stehen, mit 60 Sense. Ja? Die haben auch nachher nur eine neue Lebenserwartung von etwa 10 Jahren. Also es ist gut, dass sie mit 60 gehen können. Aber im Schnitt ist das sicherlich nicht so. Aber ich muss mir überlegen, welche Arbeitszeitmodelle, nicht so geblockte Modelle, ja, wie wir es jetzt in hohem Maße haben, sondern auch hier wieder sehr individualisiert. Und die Computerprogramme, die gibt's, die kann jeder Betrieb sich anlegen oder anschauen, wie ich individualisierte Zeitprofile machen kann, wo alles ineinander greift. Wir sind ja nicht mehr in der Computersteinzeit. Also so etwas zu entwickeln für jeden Betrieb, der sich genau anschaut, welche Arbeitskräfte habe ich, in welcher Lebensphase sind sie, will ich sie weiter beschäftigen, will ich sie bis zu ihrem 60. oder was länger behalten, welche Weiterbildungsmaßnahme gebe ich denen, welche Unterstützung kriegt der Betrieb für diese Weiterbildungsmaßnahme, damit er auch die älteren Leute noch weiterbildet, damit auch die Menschen mit einfachen Qualifikationen weitergebildet werden. Das muss ein PPP-Programm sein, Public-Private Partnership. Da muss das AMS dazu zahlen, da muss der Betrieb dazu sein und eventuell auch die Arbeitskraft dazu zahlen. Aber es muss etwas sein, wo jeder erkennt, dass es etwas bringt. Und wenn nur das Individuum die Investition tätigen muss, aber über Kollektivverträge eventuell gar nicht mehr unterm Strich ausschaut, dann wird die Person es nicht machen. Also wir müssen auch hier bei dieser Aus- und Weiterbildung betrieblich, aber auch außerbetriebliche Aus- und Weiterbildung, da muss ich mir Finanzierungsmodelle überlegen und das hätten wir schon längst machen müssen. Das ist ein Thema LLL mindestens seit den 1980er Jahren. Also da haben wir es am WIFO gerade noch diskutiert. Da war es vielleicht noch halbwegs modern. Ja. Aber da werden viele Betriebe jetzt sagen, boah, das ist mühsam, wenn ich mir für jeden sicher dann überlege. Ne? Aber es ist längst ein Wettbewerb um Arbeitskräfte, nämlich gar nicht nur um Fachkräfte, sondern generell um Arbeitskräfte entbrannt, merken wir überall. Das heißt, es wird sich auszahlen, das zu überlegen, welche Leute habe ich und in welcher Phase sind die. Es wird nicht notwendigerweise nur darum gehen, um die Löhne, sondern es geht um das ganze Paket. Was rundherum noch ist. Ich muss mir ein Paket überlegen und es müssen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitkriegen, dass sie zentral sind und im Grunde genommen der Betrieb sind.
Ja? Die Identifikation mit dem Unternehmen muss wieder her und nicht ist eh wurscht, heute bin ich da und morgen bin ich dort. Ja? Also so ein bisschen hire and fire, das haben wir ja jetzt schon langsam. Das kann nicht gut gehen. Und auch die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss im Vordergrund stehen. Das heißt, wenn der Betrieb weiß, also ich habe das festgestellt bei Betrieben, die Gesundheitszirkel haben. Ja? Übrigens, dort funktioniert dann auch die Integration, das ist die beste Integrationsmaßnahme, weil man dort mitkriegt, warum jetzt die Kroatin darum das und das machen muss, weil eben in der Familie, das heißt, man erfährt, warum gewisse Verhaltensmuster beobachtet werden, aber die habe es nicht verstanden. Ja? Und über diese Gesundheitszirkel, wo man sich trifft, wo man aber genau mitkriegt, der Betrieb überlegt sich, welcher Arbeitsplatz hat einen roten Punkt, ist gefährlich, da darf ich nur so und so lang dran arbeiten. Ein grüner Punkt, der ist weniger problematisch. Ich habe irgendwelche Physiotherapeuten, die durch den Betrieb durchgehen, die immer genau wissen, so und jetzt machen wir ein paar Übungen etc. All das gibt es schon in Österreich. Nur flächendeckend? Nein. Und ich würde sagen, da gehören Kampagnen her, dass das gelebt wird. Darf ich bei dem Stichwort Leben noch einhaken? Ich glaube, ziemlich unverdächtig zu sein, Politikerinnen und Politiker allzu oft zu verteidigen. Also mein Job ist es eher, den Finger auf wunde Punkte zu legen. Aber gerade aus dieser Rolle heraus an dieser Stelle, da besteht eine Bringschuld der öffentlichen Hand, unbestritten in vielen Bereichen, aber auch eine Hohlschuld der Bevölkerung. Bildungsangebote, Digitalisierung leben auch von ihrer Akzeptanz. Und zum Beispiel in unseren Landesstrategieentwicklungserhebungen war der massive, machen wir als Politiker wirklich ein harter Job, Vorwurf an die Politik, man müsse viel mehr im Bereich Arbeit, Infrastruktur mit klassischen Verkehrsprojekten machen. Also die Straßenbauten etc. Und nicht Digitalisierung, was Infrastruktur in diesem Bereich betrifft, eher das, wo erstens ohne die sehr, sehr viel Bemühungen des Landes es objektiv gibt, aber zweitens, was genau dieses Dilemma Pendlerwesen, dann pendeln die Leute weg, nicht löst. Richtig. Und ich muss dieses Gleiche gilt für Bildungsangebote mit der Akzeptanz auch. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und natürlich jetzt dann auch, ich bin es ja meinem Ruf schuldig, an das Land gerichtet. Wir haben auch die Frage gestellt, was Zukunftsoptimismus, Pessimismus betrifft, in der Variante, wo sieht man das Land als gut vorbereitet auf künftige Entwicklungen. Es ist ein bisschen typisch österreichisch. Die Mehrheit der Antworten ist positiv, also optimistisch. Aber von diesen positiven Antworten wiederum die überwältigende Mehrheit im so eher gut Bereich. Das ist ein gewisses Teil der niederösterreichischen und österreichischen Seele. Es zeigt aber auch die Luft. Naja, es ist vielleicht auch strategisch klug. Ich sage auch, wie es mir geht, eher gut, weil vielleicht wollen Sie mir ja noch was geben, ne? Damit es mir ganz gut geht. Nein, Scherz beiseite. Es zeigt auch, dass da Luft nach oben natürlich für die öffentlichen Bemühungen ist. Auch bei Digitalisierung. Ja, eine Mehrheit sieht das Land Niederösterreich gut vorbereitet, übrigens auch bei Gesundheit und so weiter. Aber nur so plus minus 15% sehr gut vorbereitet. Das ist dann schon deutlich weniger im Vergleich zu dieser Mehrheit, die eher gut sagt. Übrigens gibt es da kaum Unterschiede, das ist ein allgemeines Phänomen, nach Alter, Geschlecht und Region. Das ist generell der Auftrag an das Öffentliche, auch gemeinhin Politik genannt, mehr zu tun, aber auch an sich selber, wie ich es interpretiere, das mehr zu akzeptieren und anzunehmen. Weil ich verstehe schon einen Politiker, Politikerin, der die sagt, na und jetzt kriegen wir gesagt, wir müssen uns mehr um Verkehr und Infrastruktur kümmern. Was haben wir denn die letzten 10 Jahre um viel teuer Geld gemacht? Wenn man schon bei Straßen war jetzt nur so ein Beispiel und Verkehr. Was ist denn generell den Menschen an Themen wichtig? Was sind brennende Themen, die sie in der Zukunft behandelt werden wollen? Kriegst du, auch wir sind per Du, wer schon ganze Wahltage miteinander geschlagen hat, soll auch dazu stehen, dass man da in intensiven Stresssituationen per Du ist. Da kriegst du die typisch wissenschaftliche Antwort, das kommt drauf an. Und zwar in diesem Fall schon aufs Alter. Denn für ältere Menschen ist das Top-Thema, das man sich kümmern soll, und das ist nicht nur ein Einflussfaktor Corona-Pandemie in den Daten, Gesundheit.
Im Gegenteil, es wäre ein Fehler, in der politischen Schlussfolgerung zu sagen, alles Corona oder was, no, na, nicht, ist Gesundheit das Top-Thema. Nein, das hängt mit der alternden Gesellschaft zusammen. Das merken wir auch, dass neben Gesundheit allgemein Pflege als Top-Thema genannt wird, was jetzt nur sehr indirekt mit der Corona-Pandemie zusammenhängt und so weiter und so fort. Also Gesundheit und die Organisation eines Gesundheitssystems mit der Versorgung speziell im ländlichen Raum. Klassische Landarzt, Landärztin ist kein attraktiver Job mehr. Auch Themen, die sehr, sehr sensibel sind, weil sie natürlich auch ein subjektives Empfinden damit zu tun haben, wie elektronische Medizin, also eine Erstberatung quasi als E-Medizin über Computerschaltung zu bekommen, was auch Vorteile hat, weil ich nicht mühsam einen weiten Weg zur Arzt, Ärztin, ich spreche jetzt nicht von medizinischen Notfällen natürlich, ja, zu bekommen. All das ist die Herausforderung, aber altersbedingt bei jüngeren Menschen, also in unserer Schüler-Schülerinnen-Befragung, waren alle Schultypen in einer Klumpenstichprobe, danke an die Bildungsdirektion, also im Wesentlichen bis 19-jährige Menschen. Wir hatten einen in der Statistik, der war 91. Wir vermuten allerdings bei der Schülerinnen-Befragung, das waren Zahlenverdreher, weil sonst wäre es irgendwie ein seltsames Phänomen. Das wäre eine lange Karriere in der Schule. Ja, wobei, um Einblick in das Schicksal des Sozialwissenschaftlers zu geben, es gibt immer eine gewisse Fehlerquote bei Menschen, die beantworten, unter anderem auch beim Geschlecht, 1-2%. Und das hat nichts mit divers zu tun, sondern wo bei Telefonbefragungen zum Beispiel die Interviewer sagen, also das ist ganz eindeutig eine männliche, weibliche Stimme und die Antwort ist umgekehrt und wie gesagt nicht deswegen divers. Das passiert immer wieder. Nein, aber bei denen ist Umwelt. Die müssen einfach am längsten, die jetzt bis 19-Jährigen in dieser Umwelt leben. Für uns, die wir uns hier zur 30-plus-Generation uns geeinigt haben, geht es sich vielleicht nur aus, dass diese Umwelt halbwegs lebenswert ist. Für jemanden, der jetzt unter 19 ist, wird das schon verdammt kritisch, ob diese Erde nicht nur in Niederösterreich natürlich noch lebenswert ist. Also da ist ganz eindeutig Umwelt das Top-Thema. Ich brauche aber auch den Themenkonsens. Es ist angesprochen worden, zusammen mit der Fertilität, ich brauche die Jungen für meine Pension, denn wir haben nicht das Modell, dass ich in mein persönliches Pensionskonto einzahle und aus diesem dann was bekomme. Das wäre für mich, ich stehe dazu, als Gutverdiener ein relativ bequemes Modell, aber zulasten vieler anderer, die wenig verdienen, sondern die jeweils nächsten Generationen müssen die Pensionen zahlen. Das ist Jungen auch bewusst. Nur erwarten die Jungen im Umkehrschluss, so wie sie Verständnis haben, dass das Thema Gesundheit, und das haben sie, also das ist nicht unter ferner liefen bei den Jungen. Die wissen natürlich, eigene Eltern oder Großelterngeneration, wo Pflege in welchem Ausmaß auch immer notwendig ist. Betrifft sie erwarten sie nur umgekehrt auch bei Umwelt genau dieses Verständnis. Und gibt es quasi Überschneidungen, also wo man sagt, das ist den Generationen ungefähr ähnlich wichtig? Es ist in den Einstellungen eher. Also Jüngere sind gegenüber Migration zum Beispiel positiver aufgeschlossen. Die sind auch einfach mobiler. Also fangen wir innerhalb der EU an, weil da ist nicht so emotional beim Thema Zuwanderung, weil da gibt es die Freizügigkeit, die freie Wahl des Arbeitsplatzes. Also jeder EU-Staatsbürger kann in jedem EU-Land leben. Ich verstehe schon, das jetzt mit Pensionistinnen und Pensionisten zu diskutieren, ist schwierig. Weil soll ich den Pensionistinnen verheißen, sie können jetzt auch Baggerfahrer in Kiel in Norddeutschland werden. Das ist für einen Pensionisten jetzt wahrscheinlich beruflich nicht mehr erstrebenswert. Hingegen für junge Menschen, die haben das, also da bei diesem Thema. Beim Thema Umwelt bessert es sich. Aber es ist schon noch, das sage ich bewusst, auch wenn es vielleicht provokant ist, dass es folgt ja nicht daraus, was man genau für eine politische Strategie verfolgt. Es ist mir übrigens wichtig zu betonen, wir haben die Daten erhoben und die sind, wie sie sind. Wir bilden uns nicht ein, zu wissen, was ist die beste Umweltpolitik, was ist die beste Gesundheitspolitik. Das sind politische Folgeentscheidungen. Aber das Umweltbewusstsein, dass das Umwelt, Klima, Energie ein zentrales Thema ist, ist bei jüngeren Generationen bis 30 einfach deutlich höher ausgeprägt als bei älteren Generationen. Vieles ist verständlich. Wir sind im Haus der Geschichte. Wir haben natürlich alle unsere Sozialisation erlebt. Da war das Auto nicht nur ein praktischer Gegenstand, um von A nach B zu kommen, was im ländlichen Raum sicher noch immer notwendig ist. Es war das Symbol des Wirtschaftswunders. Es war das Symbol des Status oder wir haben es geschafft. Bis hin jetzt sind wir wieder wer. Das muss man auch verstehen. Im historischen Zusammenhang. Also Politikwissenschaft hat auch sehr viel mit Geschichte zu tun. Nichtsdestoweniger ist da ein Umdenken
unbestritten erforderlich. In sinnvoller Form. Denn solange der Einwand objektiv richtig ist, ich bin hier am Land ohne mein Auto, mit dem ich irgendwo hinfahre, völlig im wörtlichen Sinn verloren. Solange das so ist, muss man dieses Argument auch verstehen. Ich möchte noch, weil du gesagt hast, die Zuwanderung ist für jüngere Menschen eher akzeptabel, fasse ich jetzt völlig unwissenschaftlich zusammen. Man muss festhalten, ohne Zuwanderung geht es nicht, wenn ich Ihnen zuhöre. Sie sagen aber auch, es ist nicht ganz so einfach, weil gerade in ländlichen Regionen da oft die Akzeptanz nicht so hoch ist. Kann dass die jüngere Generation da ein bisschen aufgeschlossen ist und so ein bisschen positiver in die Zukunft blicken lassen, dass die Akzeptanz steigt, weil wir es ja brauchen, die Zuwanderung? Das ist eine schwierige Frage. Zunächst einmal, um anzuschließen an die EU-Binnenmigration, da hast du völlig recht, die wird abnehmen. Denn es kommt zu einem Ausgleich wirtschaftlich, einkommensmäßig zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, wenn ich da schaue auf 21, 22, da sollten wir eindeutig ausgeglichen sein. Und dann besteht überhaupt kein Anreiz mehr, außer es geht eben auch in Richtung Spezialisierung. Für ganz bestimmte haben wir die sogenannte regionale Spezialisierung der Produktion und dann wieder über Wertschöpfungsketten, Produktionsketten, wo immer ein Stückchen das weiter gehandelt wird als Input für die Produktion in einem anderen Land oder in einer anderen Region geschieht. Und über diese Art und Weise wird man Migration weiterhin bekommen. Und da muss dann schon auch die Region immer verstehen, und es sind nicht nur die Jungen, es sind auch mittleres und höheres Alter, die eben ganz einfach die Qualifikation haben, die jetzt die Region gerade braucht. Das heißt, es braucht eine größere Akzeptanz. Die großen Massen von Migrationen wird es nicht mehr in dem Maße aus dem EU-Raum geben. Aber wenn man sich die ganze Welt anschaut, es sind eher die jungen Leute, die wandern. Und da muss man sich anschauen, okay, China wird es nicht mehr sein, China hat den Pegel erreicht. Ja? Thailand etc., also dort werden die Leute nicht herkommen. Aber wo sie weiterhin herkommen werden, ist der indische Subkontinent. Ja? Dort haben wir weiterhin sehr viele Kinder und Jugendliche. Dort ist die Fertilität noch weiterhin hoch. Und wo wir es noch haben, ist Afrika. Das heißt, man wird sich sehr wohl als Europa und hier wieder Teil davon, Niederösterreich, damit auseinandersetzen müssen, dass wenn wir Migration haben wollen, wir uns auch mit Afrika stärker auseinandersetzen müssen und es hier Kooperationen geben wird müssen, sowohl im Wirtschaftsbereich als auch im politischen Bereich sicherlich, als auch im Bildungsbereich. Ja? Und wenn ich nur eines noch sagen darf, wenn ich mir die Diskriminierung in Österreich anschaue und die ganzen Forschungen dazu, dann sind es gerade mal Personen aus dem afrikanischen Raum, vor allem Schwarzafrika, aber es ist auch die ganze MENA-Region, also auch arabischer Raum, dort sind die Diskriminierungen besonders ausgeprägt. Das heißt, wir müssen, also ich finde es höchst problematisch im Hinblick auf eine Zukunftsperspektive, dass wir die Migrationen nicht differenzierter behandeln, sondern dass die Migrationen generell verteufelt werden. Und das ist schon so in der DNA der Österreicherinnen und Österreicher drinnen, dass sie nicht mehr erkennen, wo brauchen wir sie. Also gerade mal, wo ich meine Nachbarin ist von ich weiß nicht wo, ja, und die ist okay, aber die anderen, die mag ich nicht, da muss man ein bisschen vorsichtiger werden. Also ich glaube, dass die Politik hier gefragt ist, dass sie nicht in diese Kerbe verstärkt hineinschlägt, weil das wird natürlich von der Bevölkerung aufgesaugt und dann wird man diese Pandora-Box, die geöffnet worden ist von der Politik, nicht mehr zumachen können. Und das ist für die Weiterentwicklung, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung sehr problematisch. Denn wenn man sich abschotten, können wir uns nicht. Also so Land innerhalb von einem großen Europa. Wir haben gesehen, dass allein dadurch, dass der eiserne Vorhang gefallen ist, ja, und diese Region, die da hier geschaffen worden ist, im Raum, im Herzen von Europa, wenn man so will, die sogenannte Zentrope-Region, insgesamt eine unwahrscheinliche Dynamik gebracht hat. Über Komplementarität.
in einigen Grenzregionen leichter gewesen als in anderen. Also zwischen Ungarn und Burgenland und auch dem Wiener Raum und der Slowakei, in dem Bereich ist es gut gegangen. Mit Tschechien und der Waldviertelregion ist es nicht so gut gegangen. Und da gibt es eine Vergangenheit und die Vergangenheit muss man aufarbeiten. Da ist das Haus der Geschichte natürlich gefragt. Ja? Also ich habe zusammengearbeitet mit der Universität Brno und es ist faszinierend herauszufinden, dass sich kaum jemand längerfristig niederlassen will in diesem Raum. Denn in dem Moment, wo man weiß, was hier alles passiert ist, will man sich nicht damit identifizieren und dann da niederlassen. Also das heißt, mit den Vertreibungen und was hier alles passiert ist, das muss angesprochen werden, mit der Bevölkerung diskutiert werden, dass man in der Lage ist, wieder aufeinander zuzugehen. Häufigst freundschaftlich. Wenn ich es nur als Beispiel bringen kann, im Burgenland Ungarn, da gibt es den Kindergarten auf der burgenländischen und auf der ungarischen Seite und da sind die Kinder im Kindergarten einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite. Das geht hin und her und hin und her. Die können Deutsch und Ungarisch auf beiden Seiten. Das heißt, diese jungen Leute wachsen zusammen und da sehe ich tatsächlich einen großen Vorteil, weil das müssen wir, das sind die Jugendlichen, die hat überhaupt nicht erkennen, dass es da jetzt ein Nachteil ist. In der Vergangenheit war es nicht so einfach. Ja? Also die Ungarstämmigen, also Ungarn, die im Burgenland gearbeitet haben, waren die Arbeiter, die Landarbeiter, die einfachen Leute. Und daher hat sich jeder geweigert, Ungarisch zu reden in der Familie, weil es soll ja keiner wissen, welchen sozialen Hintergrund man hat. Auf einmal, wie die Grenze offen ist, boah, cool, jeder will Ungarisch können, jeder kann noch Ungarisch. Man hat in der Familie noch Ungarisch gesprochen und auf einmal springen die von der einen Sprache auf die andere Sprache, weil die soziale Dimension, das Stigma nicht mehr da ist. Und ich sage das nur deshalb, weil wir bedenken müssen, dass Migration auch Sozialschichten, mit Sozialschichten verbunden ist und wir ganz einfach diese Schichtungen, auch Unterschichtungen berücksichtigen müssen und es daher überhaupt nicht einfach sein wird, hier ein besseres Zusammenleben, aufeinander zugehen, so wie upstairs, downstairs oder so, also gesellschaftsübergreifend, schichtenübergreifend, dass man das organisieren kann. In dem Zusammenhang auch noch ein, und dann bin ich schon ruhig, aber ein Aspekt ist mir noch wichtig, weil es ist mir gefragt, ob wir optimistisch oder pessimistisch sind. Ja? Und ich würde sagen, solange wir in der Bevölkerung so eine ausgesprochene Wissenschaftsfeindlichkeit haben, wie in Österreich. Und da gibt es auch Befragungen, EU-weite Befragungen, da stellt man immer wieder fest, dass Österreich so auf die Art, die wollen am wenigsten von der Wissenschaft wissen. Wie wollen wir diese neuen Technologien umarmen, wenn wir, wir haben es wieder gesehen im Zusammenhang mit Corona und mit Impfen und so, ich will ja gar nicht, das Thema will ich auch nicht aufmachen, ja. Aber, wir haben gesehen, dass es hier eine große Aversion gegen die Wissenschaft gibt. Und ich weiß nicht, ob das du siehst, aber ich kann mich noch gut an Vorträge erinnern, wo ich gefragt worden bin, ob ich verheiratet bin. Und gesagt, ja, der arme Mann. Also ich sage nur, ja, wenn das die Reaktion des Auditoriums ist, ich hoffe, das ist heute nicht der Fall. Mein Mann ist nämlich da. Das war jetzt das beste Stichwort, das Sie geben haben können. Wenn ich nämlich auf die Uhr blicke, stelle ich fest, es ist 7:45 und es ist höchste Zeit, dass wir Sie, meine Damen und Herren, in die Diskussion einbinden. Gibt es Fragen, Anregungen, auch Anmerkungen oder irgendein Gedanke, der Ihnen jetzt in der letzten Stunde durch den Kopf gegangen ist, den Sie mit uns teilen wollen vielleicht? Bitte. Irgendwo gibt es, genau, da gibt es ein Mikrofon. Welche Rückschlüsse kann man daraus ziehen, dass zu einer Veranstaltung, wo es über die Zukunft geht, mehr Leute Ü30 kommen als U30. Ja, das ist eine gute Frage. Naja, wie antworte ich jetzt, ohne gegenüber dem Gastgeber allzu kritische Fragen zu stellen? Es kann auch ganz banal am Verteiler liegen bei den Einladungen. Das weiß ich jetzt nicht. Bei einem
Haus der Geschichte. Die heutige Veranstaltung wurde auch als Ausnahme bezeichnet, weil in die nächsten 100 Jahre blickend. Aber es gibt schon einen inhaltlichen Grund, wo das Haus der Geschichte ganz, ganz sicher unschuldig ist. Das wissen wir aus der Politikforschung. Sehr oft wird über ein politisches und damit auch gesellschaftliches, angebliches Desinteresse der Teenager geklagt. Das ist datenmäßig einfach objektiv falsch. Ja, dieses politische, gesellschaftliche Interesse ist mittelmäßig bis mäßig, aber das ist es bei anderen Altersgruppen auch. Die wahre Problemgruppe des politischen Desinteresses, ich spreche nicht von politischer Verdrossenheit, die haben Sie ein wenig überraschend in allen Altersgruppen in Zeiten wie diesen, weil es auch nicht die Erfindung der Digitalisierung ist. Das Beste ist, man entdeckt die WhatsApp-Gruppen unter anderem. Aber diese Problemgruppe sind nicht die Teenager, sondern die Twents. Sie erreichen auch mit politischer Bildung, mit eben auch solchen gesellschaftlichen Veranstaltungen oft die 20- bis 30-Jährigen am wenigsten. Das hat ganz formale, strukturelle Gründe zunächst. Weil bei aller Kritik zum Erreichen der unter 20-Jährigen haben wir ein Bildungssystem, das sehr gut strukturiert ist, nennt sich Schule. Inklusive auch der Berufsschulen für Menschen in Lehrberufen. Für die 20- bis 30-Jährigen haben wir dieses strukturierte System, wie erreiche ich die überhaupt für den gesellschaftlichen Diskurs, wenig. Die sind hochgradig mobil, haben nicht einmal längere Zeit die gleiche Handynummer und E-Mail-Adresse, hat sich ein bisschen wieder verbessert durch die Meldepflicht der Handynummern, als es noch die Wegwerf-Handynummern gab, die freien war es überhaupt noch schwieriger. Die wechseln den Arbeitsplatz, den Lebensort, den Lebenspartner, Partnerin, sind nur zu einem kleinen Teil im Bildungssystem an Fachhochschulen und Universitäten noch, zu einem größeren Teil in Unternehmen. Und dort, über die Sozialpartner, werden sie auch nur bedingt erreicht, weil, das ist an sich für die Wirtschaftsstruktur ja nichts Negatives, aber in Kleinunternehmen, also in Großunternehmen, gibt es da noch Kommunikationskanäle. Und das Dilemma ist, zeigt sich übrigens auch anhand der Wahlbeteiligung, dass die bei den Twents, entgegen dem Klischee, nicht bei den Teenagern, sondern bei den Twents am geringsten ist, dass das halt nicht so ist und bis 30 und mit 31 sage ich, hey, jetzt bin ich wieder super gesellschaftlich interessiert. Sondern das, da gibt es jetzt leider erst anlaufende Langzeitstudien, aber doch, dass es dann ziemlich mühsam ist, wenn sich die dann schon auch wieder mehr interessieren, dann auch wieder gesettelt sind in ihren Lebensumständen, die wieder reinzuholen in den politischen gesellschaftlichen Diskursprozess. Und ein Grund ist natürlich auch, dass das nicht diese Altersgruppe die Stärke der Erwachsenenbildung ist. Erwachsenenbildung ist wiederum unstrukturiert. Das sind viele tolle Vereine, meistens sind es juristisch Vereine, auch die Volkshochschulen in Wien sind zum Beispiel Vereine, aber viele Einzelinitiativen, nicht so ein Gesamtsystem wie Schule. Und wenn man auf klassische Erwachsenenbildungsveranstaltungen geht, naja, 30 plus sind die Leute vielleicht schon, ja, aber so jetzt die 20- bis 30-Jährigen sind dort nicht gerade die Mehrheit, um es vornehm zu formulieren. Also da kommt man an die nicht ran, obwohl das im Fokus sein muss, auch was das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein, weil was wir schon merken, dann bei der unmittelbaren politischen Verdrossenheit, auch teilweise radikalisiert, sind vor allem viele junge Männer 20 bis 30, was einem auch Angst machen kann. Weil wenn es extremistische Radikalisierung ist, ich finde einen mittlerweile altersbedingt 80, 90-jährigen Ex-Nazi ziemlich widerlich, aber ich habe wenig körperliche Angst vor ihm. Ne? Aber einen 20 bis 30, wenn da junge Männer, sagt vollkommen egal, ob extrem rechts oder extrem links radikalisiert sind, dann habe ich schon eher Angst. Also das ist die Herausforderung. Ja? Und da gibt es viele Ursachen, die ich versucht habe anzudeuten zumindest. Bitte, der Herr Zweirein dahinter. Ich glaube, das ist eine Frage an Sie, Herr Professor. Sie blicken ja 100 Jahre voraus. Da bin ich auf der sicheren Seite, ja. Was mir fehlt, ist die Gemeinden, ja? Die Entwicklung der Gemeinden. Wir haben um die Mitte des letzten Jahrhunderts, also genau in der Mitte des letzten Jahrhunderts 1971, die totale kommunale Strukturverbesserung gehabt, von 1652 auf 573 Gemeinden, also um 1000 weniger.
Es gibt jetzt eine Diskussion an kommunale Strukturverbesserung, sprich Gemeindezusammenhänge, sollen die kommen oder nicht? In Niederösterreich ist der Widerstand dagegen groß. Wie sehen Sie als Forscher diese Entwicklung und wie weit können derartig strukturierte Gemeinden diese 100 Jahre beeinflussen? Also zunächst, nicht alles wird Ihnen gefallen an meiner Antwort. Wir haben auch bei Dingen wie Heimatverbundenheit, Heimatgefühl, auch Optimismus, Pessimismus differenziert in der Auswertung der Daten. Wie sehen die Menschen da die Gemeindeebene, die Landesebene, die Bundesebene, die EU-Ebene oder sogar die Welt? Letzteres am schlechtesten, obwohl unsere Datenerhebungen noch vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine waren. Also da hatten die Menschen viel Voraussicht. Und da stimmt, und das ist der Teil der Antwort, der wahrscheinlich unpopulär ist, das Bild von den Gemeinden als Insel der Seligen nicht mehr. Also EU wird kritischer gesehen, Weltentwicklung sowieso besonders besorgt, aber Gemeinde, Land und auch Nation, also Österreich, circa gleich auf. Und dann haben wir aus meiner Sicht, das ist jetzt soweit aus unseren Studien zur Landesstrategie, unabhängig davon eine auch politikwissenschaftliche Grundsatzfrage, wo ist die zentrale Rolle, wo sollen Dinge entschieden werden und Zukunft gestaltet werden? Der Gemeindeebene mit Argument möglichst nahe bei den Menschen, Landesebene oder auf höheren Ebenen heißt Österreich, national, EU, Argument dafür hat Gudrun Biffel angeführt, weil zum Beispiel die Einheitlichkeit und Gesamtvorhaben, wenn auf höheren Ebenen geplant wird, leichter zu sichern ist. In der Schweiz haben sie einen Ansatz, der viel stärker in Richtung Kommunitarismus geht. Also alles ist zunächst mal, wenn es nicht ausdrücklich anders vorgeschrieben ist, auf Gemeindeebene zu machen. Ausgenommen sind natürlich Dinge, wie nicht jede Gemeinde soll ihre eigene Währungspolitik machen oder die eigene Armee aufstellen. Das macht nicht viel Sinn. Nachteile zeigen sich, aber zum Beispiel eine Sache, weil wir über Zuwanderung gesprochen haben, da will ich übrigens noch klarstellen, jeder ist gegen illegale Zuwanderung. Man könnte diese Sache, niemand ist für Schlepper, sehr leicht entemotionalisieren. Es geht um sinnvolle, legale Zuwanderung und nur darüber sprechen wir. Aber dort zum Beispiel diese Bilder, die uns so irritieren in der Schweiz, da sitzen Leute an einer Art Wirtshaustisch zusammen und bestimmen, ob jemand die Staatsbürgerschaft bekommen soll, weil das auf Gemeindeebene Sache ist. Und wenn man auch sagt, die wissen doch am besten, ob jemand integriert ist. Warum soll das irgendein Beamter in Wien wissen, ob das eine fragwürdige Person ist oder jemand, der sehr, sehr gut in der Gemeinde integriert ist. Die wissen das vor Ort. Also in der Schweiz haben sie die Regelungen, auch zu Nachteilen, manchmal kurioser, es ist nur ein bisschen polemisch, dann wird über Straßenbau entschieden und jede Gemeinde macht es für sich und dann treffen sich die Straßen und dazwischen sind ein paar hundert Meter am Acker, was auch nicht ganz ideal ist bei der Zusammenführung der Straßen. Aber das wäre es. Oder mehr Föderalismus oder mehr nationale Ebene. Bin weniger kritisch als Gudrun Biffel, sehe im Föderalismus und auch in den Kompetenzen der Gemeinden Stärke. Wir machen auch ein großes Forschungsprojekt an der Universität für Weiterbildung Krems. Nur ein österreichisches, spezifisches Problem sehe ich. Wir haben einen anderen Weg gefunden bei der Frage, wo soll was geregelt werden. Im Zweifelsfall machen wir es doppelgleisig oder dreigleisig. Richtig. Das ist ineffizient. Dass das dann nicht effizient ist, da sind wir uns wieder hundertprozentig einig. Das hat teilweise auch wieder geschichtliche Gründe, die man sogar nachvollziehen kann, nämlich durch die Zwischenkriegszeit, durch die Nazizeit, das hohe existierende Misstrauen. Dass man gesagt, ich nehme diese Doppelgleisigkeit sogar teilweise bewusst in Kauf, damit nicht eine dieser Ebenen allein entscheiden kann, weil wenn dort ein Ex-Nazi sitzt oder natürlich auch aufgrund der Geschichte der politischen Lager, der Schwarzen und der Roten, die aufeinander im Februar 1934 geschossen haben, dann lasse ich lieber beide irgendwie mitreden und die können sich auch kontrollieren. Kann ich geschichtlich auch nachvollziehen. Und warum haben wir in Niederösterreich ein Proporzsystem mit der anteiligen Regierungsbeteiligung ab einer bestimmten Stimmenzahl für alle Parteien? Weil man auch gesagt hat, naja, zwingen wir sie an einen Regierungstisch. Nicht, dass das Regieren dadurch zwangsläufig besser wird, aber welche, die an einem Tisch sitzen, schießen wenigstens nicht im Regelfall aufeinander, sondern reden miteinander. Ne? Aber vieles ist hier historisch irgendwann überholt gewesen und eine klarere Kompetenzverteilung wäre sicher notwendig, die durchaus mehr Kompetenzen in meiner Sicht auf Gemeinde- und Landesebene haben kann, aber als klare Zuteilung. Manches wollen die Länder auch nicht. Also ob eine Steuerkompetenz und ein Steuerwettbewerb
zwischen Bundesländern wäre wahrscheinlich zum Vorteil Niederösterreichs und zum Nachteil des Burgenlands, aber ob es eine gute Idee ist, wage ich dann auch zu bezweifeln. Also das ist schon heikel, aber die Doppelgleisigkeiten oder eigentlich Dreigleisigkeiten sind aus meiner Sicht das Dilemma und das wäre Thema von großen Reformen. Nur da haben die großen Parteien, als sie nämlich auch eine Zweidrittelmehrheiten noch hatten, das Zeitfenster verpasst. In der jetzigen zunehmenden polarisierten, auch Parteienlandschaft, also der Verfassungskonvent ist schon Anfang der 2000er Jahre kläglich gescheitert und ausgegangen wie das Hornberger Schießen, obwohl die inhaltlichen Vorschläge, die dort ausgearbeitet haben, waren, durchaus viele davon ziemlich schlau waren. Aber aus politischen Polarisierungsgründen hat man gesagt, na, da machen wir jetzt nicht alle mit. Da sehe ich jetzt die Chancen noch geringer. Aber ja, klarere Kompetenz. Ein Zusatz noch in einer viel zu langen Antwort. Aber auch die Gemeinden müssen sich selbst einig sein, welche Kompetenzen wollen sie haben. Ich erlebe das regelmäßig durchaus auch bei Veranstaltungen mit Gemeindevertretern gern und eng zusammenarbeitend. Beim Thema Raumordnung. Da sagt die eine Hälfte, also jetzt grob gerundet, na bloß nicht, nix als Scherereien. Und die andere Hälfte, naja, wenn ich das nicht habe als Kompetenz, kann ich ja gar nichts mehr entscheiden. Ich weiß nicht, was richtig ist, aber ich sage, wenn ihr euch als Gemeindevertreter quer durch alle Parteien, Vertreterinnen sind es relativ selten, nicht einmal einig seid, dann wird es so oder so nichts. Ne? Oder andere Kompetenzen, wiederum, wo man sagt, nur aus Prestigegründen, auch persönlich erlebt, Wählerevidenzen. Wir haben bei der Präsidentschaftswahl erlebt, bei der letzten, es kann ziemlich Ärger bringen, nicht, wenn da im Wahlvorgang Schwierigkeiten sind. Das Innenministerium macht das professionell, nicht nur alle paar Jahre für alle. Warum soll es dann nicht eine zentrale Wählerevidenzstelle für alle Wahlen geben? Und warum sollen die das nicht organisieren? Die Budgetfrage kann man lösen, da geht es gar nicht um Geld. Hat mir ein Bürgermeister auch gesagt, ja, aber symbolisch, ich habe halt meine Spalte, was sind meine Kompetenzen? Und wenn ich da irgendwas abgebe, muss ich aus einer anderen Spalte was rüberkriegen. Er hat dann schon verstanden, dass ich kritisiert habe, ein wahnsinnig sachlicher Ansatz ist es jetzt aber nicht. Ja? Aber in der Realität schon. Aber ja, diese Frage der klareren Kompetenzregelungen stellt sich. Sie stellt sich übrigens auch bei einem ganz harten Faktor, nämlich wenn es ums Geld geht, beim Finanzausgleich. Da wird die Reform diskutiert, seit ich Politikwissenschaftler bin. Und glauben Sie mir, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, das ist schon ziemlich lange. Bitte, die Dame in der letzten Reihe. Jüngere Generationen, zukünftige Generationen. Es wird von uns als Teenager, als junge Erwachsene erwartet, Kinder auf die Welt zu, also Kinder zu kriegen, vor allem mehrere. Aber wie Sie auch gesagt haben, die Welt verändert sich, vor allem aber auch ins Negative. Die Umwelt wird schlecht, also vor allem Klimawandel ein sehr großes Thema. Die Welt wird teurer, es werden viele Bereiche verändern sich eben, wie bereits gesagt, vor allem ins Negative. Und wie sollen wir das verantworten, weil ich meine, man weiß ja, wie sehr man seine Ängsten liebt, dass wir Kinder in eine Welt setzen, die vor allem in unseren Zeiten jetzt schon sich so verändert hat, dass vor allem wir diese negativen Auswirkungen so extremst spüren. Und wie sehen Sie das? Darf ich mal die Gudrun weitergeben? Da kann ich nämlich länger nachdenken. Ich habe jetzt eh so viel geredet. Man soll ja Fragen zugeben, wenn man nachdenken muss, zunächst einmal. Ja, also ich finde, es ist schon des Öfteren gefragt worden, unter anderem auch von MitarbeiterInnen. Und ich habe ganz einfach gesagt, man muss sich da mit dem Partner, Partnerin zusammensetzen und sagen, was will ich? Ja? Denn Kinder machen Freude. Kinder sind eine absolute Lebensfreude. Ich kenne natürlich auch Leute, die sich sterilisieren lassen, weil sie so eine Angst haben, ein Kind in die Welt zu setzen, in diese Welt, die so fürchterlich ist. Auf der anderen Seite, Kinder haben, mit Kindern leben, sie aufwachsen sehen, ist ganz einfach eine der großen Freuden, die man als Frau und Mann haben kann, würde ich meinen. Und in die Zukunft schauen, so hineinschauen, dass ich weiß, wie es jetzt dann meinen Kindern und Kindeskindern geht, ist sehr schwierig. Das können wir nicht prognostizieren. Das kann jede Menge von Fragen können wir da stellen. Das muss schon noch jeder für sich selbst entscheiden. Und es gibt Länder,
die wirtschaftlich, gesellschaftlich, umweltmäßig um einige schlechter dastehen als wir. Und die sagen, mach mal. Also ich würde schon meinen, dass die Jugend den Mut haben muss. Den Mut haben muss, sich einzusetzen, für Kinder, für die Umwelt, für all die Fragen, die wir angeschnitten haben, aber auch Forderungen stellen. Forderungen stellen an die Politik, an die Gesellschaft, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass die Jugend ganz einfach alles machen kann. Und wie gesagt, das ist Jugendpower, keine Frage. Auf der anderen Seite auch die Verantwortung natürlich der Erwachsenen, hier die Jugend zu unterstützen. Aber aussterben lassen wollen, ist aussterben auch, keine Lösung. Ist auch keine Lösung. Ja. Denn die Welt geht so und so weiter, nur sie halt dann eventuell nicht mehr mit ihren Kindern oder so. Ja? Ich habe es versucht, ein bisschen nachzudenken. Was nachdenken, gell? Mein Problem ist nur, ich weiß nicht, ob was Kluges rausgekommen ist. Also versuche ich, mein Problem einmal zu schildern, weil es natürlich hier eine datengestützte, kollektive, also uns alle gemeinsam betreffende, sozioökonomische, volkswirtschaftliche Zugangsweise gibt. Sie aber vollkommen zu Recht die individuell emotionale, gefühlsmäßige Zugangsweise gewählt haben. Warum sollte ich das, wenn ich da Ängste habe? Beim ersten Teil würde ich mir leichter tun. Es ist zwar nicht mehr so die Daseinsvorsorge, ich muss viele Kinder haben, damit im Alter jemand was für mich sorgt. Das war in früheren Gesellschaftsformen so. Also ich habe eine Tochter, das wäre riskant, wenn ich jetzt zunehmend älter werde. Ja? Also nicht nur, dass sie alles Erpressungspotenzial in der Hand hätte, man braucht viele Kinder. Da gab es nicht. Jetzt ist das aber immer noch so, wenn auch in anderer Form, weil eben nicht jemand auf sein eigenes Pensionskonto einzahlt, sondern auch ihre, meine etwas früher, aber Pensionen mal die Kinder zahlen. Also kollektiv, wenn wir immer weniger Erwerbstätige haben, volkswirtschaftlich ganz nüchtern gerechnet, kriegen wir ein Riesenproblem, das uns alle, auch Sie, auch wenn es noch länger dauert, betrifft das Ältere. Das ist eine, okay. Aber zugestanden, ich habe diese individuell emotionale Sorge. Und da war die Frage typisch, da kann ich nur das Phänomen erklären, weil wir das auch natürlich in Fokusgruppen vor allem, viel mehr als in quantitativen Erhebungen feststellen, das aus Gefühl der Besorgnis zunehmend das Gefühl, dass Zukunftsangst wird. Was natürlich da dann tatsächlich so, naja, soll ich jetzt auch Kinder in die Welt setzen, bedingt. Aus dem Gefühl, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen persönlich so ist, ich fasse jetzt nur, wie es für viele ist, zusammen, aus dem Gefühl der Skepsis, auch gegenüber der Politik, längst tiefes Misstrauen geworden ist. Also Skepsis, ja, ob die das wirklich gut lösen wollen, aber früher hat man gesagt, aber letztlich hat man nach einem Zweiten Weltkrieg die Republik wieder aufgebaut. Auch nicht erfolgsversprechende Zeiten, aber das ist doch irgendwie gut ausgegangen. Das habe ich jetzt nicht mehr. Aus dem Gefühl des Ärgers ist übrigens zunehmend das Gefühl der Wut oder auch wiederum der radikalisierten Wut geworden. Und da kann ich nur sagen, dass ich dieses Gefühlslage nachvollziehen kann. Es gibt natürlich noch ganz andere Gründe, das muss man auch offen aussprechen. Ein gewisser Egoismus. Wenn das Argument, ich brauche persönlich mehr Kinder für meine Daseinsvorsorge im Alter, wegfällt, kann ich natürlich auch sagen, okay, mit weniger Kindern oder keinen Kindern kann ich individuell viel mehr machen, das, was mir Spaß macht, weil so wunderschön, also ich habe eine Tochter, die ich vergöttere über alles, wie typischer Affenvater, aber natürlich ist da viel Verzicht auch damit logischerweise verbunden und kann man sagen, ja, von Reisen anfangen viele Jahre, von Reisen nicht an Schulferien gebunden sein, etwas absolut Paradiesisches. Meine Tochter ist 20 jetzt, ja, also ich genieße das gerade wieder und so weiter. Also gibt auch egoistische Motive, warum ich sage nicht, aber ja, ich kann diese Sorge, Gefühlslage verstehen und eigentlich sollten ältere Menschen diese Frage auch einfach mitnehmen, so wie beim Thema Umwelt, welche Welt hinterlassen wir eigentlich statt des Gedankens, für mich geht es gerade noch aus. Wobei ich da, ich habe mich geoutet, ich bin 55, aber erst seit vorgestern, ja? Es so lange her. Es geht Ihnen aus. Bin ich mir schon immer mehr so sicher, also, wollte ich sagen. Du wirst 150 werden, also wirklich. Kommt drauf an, in welchem körperlichen Zustand. Ja? Also.
Ganz da hinten war auch noch eine Frage. Genau. Ja, also das interessiert uns natürlich als Schüler jetzt brennend. Denken Sie, dass das Schulsystem, das jetzt schon einige 100 Jahre alt ist und sich jetzt in den nächsten 100 Jahren, wenn jetzt unsere Generation so in das Alter kommt, in dem es auch in der Regierung sich ein bisschen durchsetzt und zumindest das, was ich mitbekomme, einiges am Schulsystem auszusetzen hat, im Moment zumindest, dass sich das in den 100 Jahren, in den nächsten 100 Jahren ändern wird? Ja, ändern schon, aber definieren Sie ändern. Auf Österreichisch ist ändern, alles bleibt besser, was auch einmal ein Werbespruch war einer Partei im Nationalratswahlkampf. Naja, dass halt irgendwie in den nächsten Jahren das Schulsystem ein bisschen modernisiert wird. Ja. Zum Beispiel, was mich ein bisschen stört daran, ist, dass man, wenn man jetzt einen Fünfer hat, das Jahr wiederholen muss. Mhm. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mathe-Schwäche habe und in den anderen Fächern überall ein Einser habe, muss ich trotzdem das Schuljahr wiederholen. Also ich bin, muss ich einfach im Sinn der Seriosität sagen, kein Bildungsforscher und kein Bildungsexperte, sondern Politikwissenschaftler. Eines der zentralen Elemente der österreichischen politischen Kultur, damit bezeichnet man auch die Meinungen, Einstellungen im Land, unabhängig von gesetzlichen Rahmen wie Schulunterricht, Schulorganisationsgesetz, ist der sogenannte Strukturkonservativismus. Ist ein unglaublich kompliziertes Wort, meint aber, dass Strukturen hier eben im Schulsystem extrem verfestigt sind, extrem langsam, nur deshalb so meine, Entschuldigung für die Saloppheit, Rückfrage vorher, definiere mal ändern. Irgendwas wird sich schon ändern in 100 Jahren, also deshalb wäre ich da skeptisch. Ich könnte mir viel vorstellen, beispielsweise ein Tabuthema für wie viele Lehrerinnen und Lehrer sind im Raum. In Frankreich sind Menschen im Lehrerin-Lehrer-Beruf 15 Jahre plus minus tätig und vorher und nachher machen sie was anderes. Nicht nach dem Hire-and-Fire-Prinzip selbstverständlich. Also ich halte es schon für richtig, dass Lehrerinnen und Lehrer vor politischer Willkür geschützt sind, dass sie nicht rausgeschmissen werden können. Also dass die jeweilige Regierung sagt, aus der Lehrerschaft haben zu viele wen anderen gewählt und deshalb tauschen wir mal die Lehrerschaft aus oder so, sondern in dem Sinn, dass einfach Lehrer, Lehrerinnen haben die Aufgabe, die Welt zu erklären. Da halte ich eine gewisse Fluktuation in der Welt da draußen, was anderes vorher und nachher zu machen. Und 15 Jahre sind gar nicht so kurz, dann auch zu unterrichten, zum Beispiel für sinnvoll. Wir haben im Wesentlichen das System, ich erzähle es an einem oberösterreichischen Beispiel, um nicht vollkommen ins Fettnäpfchen zu treten, weil ich es dort gehört habe. Da ist jemand in Zwettl an der Rodel aufgewachsen, das ist nicht das niederösterreichische Zwettl, deshalb ist es mir aber jetzt eingefallen, sondern da Richtung nördlich von Linz hinauf, Richtung Bad Leonfelden, ein kleiner Ort, wo man durchfährt, und sagt, ich will Lehrerin, Lehrer werden. Und studiert dann an der Pädagogischen Hochschule in Linz, weil das aber nicht so weit entfernt ist, pendelt auch regelmäßig dorthin. Und weil, nennen wir die österreichische politische Realität beim Namen, der Vater den Bürgermeister kennt, kriegt man auch noch eine Lehrerstelle in Zwettl an der Rodel. Und die wird irgendwann zur sogenannten schulfesten Stelle. Also nicht nur, dass man unkündbar ist, sondern man hat das Recht, immer an dieser Schule zu unterrichten und bleibt bis zur Pensionierung dort Volksschullehrerin und einen anderen Schultypen. Nicht höhere, weil ich weiß nicht, ob es dort eine HTL gibt, es dort nicht. Ich persönlich halte das System für zu wenig flexibel mobil. In Österreich wird das positiv angesehen. Und wie gesagt, ausdrücklich bitte dazu gesagt, den Kündigungsschutz vor politischer Willkür und so weiter soll es trotzdem geben. Ja? Also ich will nicht, dass Lehrer entlassen werden können, weil sie aus der Meinung irgendeines politischen Akteurs zu rot, zu schwarz, zu grün, zu blau oder irgend sonst was sind. Tut sich wenig. Es gibt, entgegen dem, auch wenn ich Politiker oft sehr scharf kritisiere, haben wir eine durchaus gute Gesprächsbasis, es gibt politische Akteure, die mir glaubhaft versichern, mit der Lehrergewerkschaft, egal welcher Parteifarbe zu verhandeln, ist eine Nahtoderfahrung. Vor allem, wenn ich was verändern will.
Also das ist das Bohren verdammt dicker Bretter. Also ist die Antwort, die ich leider, weiß nicht, ob ich du sagen darf, Sie, geben muss, sehr langsam, nur relativ wenig. Wir haben auch im Schulfächerkanon, also welche Fächer unterrichtet werden, das ist, macht Politik. Das wird im Schulunterrichtsgesetz festgelegt, wie viele Wochenstunden. Es gibt Veränderungen, ja, Thema Ethikunterricht beispielsweise, Thema digitale Bildung ganz aktuell als neues Fach. Aber wenn man das in einer langen Zeitreihe verfolgt, haben sich diese Fächer wenig verändert und teilweise selbst die Lehrpläne wenig verändert. Politik ist natürlich auch die Kunst des Machbarns, des Kompromisses. Ich war immer für ein Unterrichtsfach politische Bildung, ein eigenständiges. Es wurde dann eines in Kombination mit Geschichte und Sozialkunde, mit ein bisschen dem Nachteil, was genau die Sozialkunde ist, war nicht allen klar. Ja? Also da kam dann einfach nur immer mehr dazu. Also ich bin da wenig optimistisch. Aber du bist viel mehr die Bildungsforscherin als ich, weil ich bin es nicht. Ja, ich finde, das ist natürlich eine wahnsinnig relevante Frage. Und zwei Beispiele. Einerseits beschäftigt sich die Europäische Union intensiv mit den Schulen des 21. Jahrhunderts. Kann man nachlesen. Also Österreich ist da sicherlich noch weit davon entfernt von dem, was da drinnen diskutiert wird. Ja, vor allem ist keine EU-Kompetenz. In Deutschland können sich nicht mal Bayern und Baden-Württemberg über die einheitliche Abitur-Matura einigen. Nicht? Also da bin ich für die EU-Einigung dann skeptisch. Nein, es ist zumindest eine analytische Basis da, mit der man sich ja auch als Land oder Bundesland auseinandersetzen kann. Dann gibt es interessante Veränderungsprozesse. Man muss auch wissen, warum es zu diesen Veränderungen gekommen ist. In Finnland, und dieses System ist also radikal reformiert worden. Und interessanterweise war das die Konsequenz einer extremen Finanzierungsverknappung. Das heißt, im Zusammenhang mit dem Wegfallen von Russland als Wirtschaftspartner großen Stils, ja, sind von einem Tag auf den anderen 30% der Exporte weggefallen, da kommt dann nicht mehr so wahnsinnig viel Geld herein in den Staat. Und daher musste sich das Schulsystem überlegen, wie Qualität, Professionalisierung, auch das, was Sie angeschnitten haben, von wegen Durchlässigkeit, wenn man jetzt einen Anfünfer hat, in einem Gegenstand, aber in anderen sehr gut ist. Das heißt, diese Art der Flexibilisierungen, also starke Individualisierung in diesem Schulsystem drinnen und dann auch die große Frage der Strukturierung. Österreichisches Schulsystem ist zunächst die Volksschule und dann zerbröselt sich so langsam und ab dem 15. Lebensjahr zerbröselt sich noch viel mehr. Also eine extrem starke Berufsorientierung unseres Bildungssystems und eine vergleichsweise geringe akademische Orientierung. Und all das gesagt, muss ich sagen, ich habe ein anderes System gelebt. Ich habe meine Kinder, ich habe einen Sohn und eine Tochter, meine Tochter war damals 10 und mein Sohn war 13, nach Australien mitgenommen. Und ich habe daher, dort an der Uni, und ich habe daher... Meine Tochter war auch in Australien an der Highschool ein Jahr, ja. Es ist wahnsinnig interessant zu sehen, dass es auch anders geht. Wir haben jetzt eigentlich schon nicht mehr eine agrarische Gesellschaft, würde ich sagen, mit, was ich, 2% des BIP, die in der Land- und Forstwirtschaft erzeugt werden. Trotzdem ist unsere Organisation von wegen große Ferien und dann die kleinen Ferien, da gibt es marginale Anpassungen über die Energieferien und über die Herbstferien. Aber ansonsten ist die Struktur erhalten geblieben aus der Zeit einer Agrargesellschaft. Und in Australien war das faszinierend zu sehen, du hast 7 Wochen Schule, 2 Wochen frei, 7 Wochen Schule, 2 Wochen frei. Insgesamt auch nicht mehr oder weniger schulfreie Tage, aber die 7 Wochen ist Intensivschule, die 2 Wochen hat man das alles, was es an Praxis und Projekten und so weiter gibt, und da angeschlossen gibt es, natürlich angeschlossen an das Bildungssystem, Einrichtungen, die sich spezialisieren, sei es die musische Dimension, sei es die sportliche Dimension, sei es Chemie etc., wofür man sich eben gerade interessiert. Und die Kinder haben daher unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, auch Projektarbeiten, klassenübergreifend, themenübergreifend, gemeinsam zu machen. Und ich muss zugeben, das nimmt den Stress heraus, sowohl aus der Lehrerschaft,
die auch nicht mehr, bei uns können sie oft nicht mehr, nur mehr noch hecheln, weil so viel zu tun ist in der Phase des Unterrichts. Und die Kinder detto. Das heißt, du hast immer die 2 Wochen Zeit, wo du dich fokussiert, intensiv auseinandersetzen kannst mit dem einen oder dem anderen Thema und dann ist wieder die Schule. Und ich muss sagen, das hat Australien auch dorthin gebracht, wo sie derzeit sind. Und dann ist es noch dazu eine Migrationsgesellschaft. Das heißt, Migrationspädagogik als Pädagogikausbildungsprinzip. Ich habe das versucht, damals noch mit der Bildungsministerin Heine Schossig durchzusetzen, dass man Migrationspädagogik hereinkriegt. Das Einzige, was wir in die Pädagogikausbildung neu hineingekriegt haben, war die Mehrsprachigkeit. Das ist es nicht. Migrationspädagogik ist ganz einfach ein anderer Umgang mit Schülerinnen und Schülern und all ihren unterschiedlichen Kompetenzen. Nur als kleines Beispiel. Mein Sohn ist dann später wieder nach Australien und hat eine Matura-Arbeit geschrieben über den Vergleich Mathematikausbildung in Österreich im Gymnasium, in der AHS und in Australien. Ein völlig anderer Zugang zu Mathematikausbildung. Und da kann jeder mit, weil jedes Kind hat eine andere Art von Intelligenz. Das heißt, du fängst nicht mit der Theoretisierung und Abstrahierung dieses dekatianische Prinzip an, sondern du fängst mit einem konkreten Beispiel an und arbeitest an dem hoch bis zu einer Theoretisierung und Verallgemeinerbarkeit. Ja? Und wie gesagt, du nimmst dann alle Intelligenzen in der Klasse mit. Und als Folge davon ist die auch Naturwissenschaften und Mathematikkompetenz generell unter den Schülern und Schülerinnen um einiges höher, wenn wir uns vergleichen, wo wir mit PISA sind und Australien. Und auch die Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen sind nicht so ausgeprägt, weil es, wie gesagt, jede Intelligenz mitnimmt. Und daher würde ich schon über die Grenzen hinausschauen, andere Schulsysteme, erfolgreiche Schulsysteme, wo vor allem die Kinder erfolgreich sein können, ohne einen extremen Stress. Ich schaue nicht nach Singapur, ich schaue eher nach Australien, wo der Stress bei den Kindern nicht da ist. Oder Japan, Singapur, sind ja extrem stressige Situationen für die Schülerinnen und Schüler. Aber wie gesagt, es gibt gute Beispiele mit großen Erfolgen, die dann aber auch die ganze Gesellschaft irgendwo zu einer flexiblen und also anpassungsfähigen im Sinne, auch neue Technologien, neue Menschen kennenlernen, ganz einfach offener macht. Und das würde uns alle weiterbringen. Also ich finde diese Frage, bin ich sehr dankbar, über das Schulsystem des 21. Jahrhunderts, da geht es nicht nur um die digitale Ausbildung, auch das ist natürlich ein Thema, ja. Aber ich habe mir allein in Finnland angeschaut, was die für Lernroboter haben, für die Sprache lernen. Also die finnische Sprache ist sicherlich nicht eine leichte, ja. Aber mit diesem kleinen Roboter, mit dem man da immer üben kann, der sich nicht lustig macht, wenn ich die Aussprache nicht ordentlich habe. Das heißt, es gibt Methoden, wie man mit großer Freude auch Sprachen, Fremdsprachen lernen kann, die nicht nur die Grammatik, sondern dann traut man sich nicht reden mit einem Menschen. Ja? Also unsere Art des Sprachunterrichts ist ebenfalls zu hinterfragen. Ich muss einen Punkt machen. Wirklich wahr? Okay. Wir haben schon weit überzogen. Wir haben jetzt, aber da war noch eine. Ich nehme noch eine Frage, weil da war noch da in der Mitte jemand. Ja. Der Herr, genau. Der Herr, genau. Und ich bitte um kurze Antworten. aber man, nein, es ist. Das ist ein Ding, das nicht. Ich mische mich deshalb so wenig ein, weil ja nicht gefragt ist, was ich sage, sondern was Sie beide sagen. Und es ist spannend, Ihnen zuzuhören. Aber man ich kann finde, über alles reden, aber nicht länger als bis 20 Uhr. Es ist, ja, genau. Oje, wir haben jetzt schon noch überzogen. Wir haben schon überzogen. Bitte, eine letzte Frage noch. Ja, ich habe vor wenigen Tagen in einer deutschen Zeitung 2 Sätze gefunden, die jetzt zum Thema Bildung sehr gut dazu passen. Es ist wie gesagt eine deutsche Zeitung und die möchte ich vorlesen. Es sind nur 2 Sätze. Erstens, an deutschsprachigen Hochschulen gibt es mittlerweile mehr als 200 Professuren für Geschlechterforschung, sogenannte Genderprofessuren. Zweitens, die Anzahl der Maschinenbaustudierenden in den vergangenen 5 Jahren ist um 20% gefallen. Ganz klare Antwort.
nicht alles, was zeitgleich passiert, hat einen Kausalzusammenhang und ich sehe überhaupt keinen Zusammenhang, denn es gibt ja eine einfache Lösung. Noch mehr Professuren für Geschlechterforschung und noch mehr Forschung im Maschinenbau. Also das Entweder-Oder, das Ausspielen von wissenschaftlichen Disziplinen an deutschen Universitäten hat meist niedere Motive zugrunde und halte ich für sehr, sehr übel. Ich wünsche mir, einen Befangeren als mich werden Sie nicht finden, viel mehr Politikwissenschaft zum Beispiel an Universitäten, aber nicht auf Kosten irgendeines anderen Faches oder einer anderen Disziplin. Auch nicht auf Kosten der Migrationsforschung. Ja, eben. Da gibt es ja noch den einen Lehrstuhl an der Donau-Universität, das darf man ja nicht vergessen. Jetzt haben sich Universitäten oder Disziplinen in den diversen Universitäten zusammengetan und kooperieren, die eine von der Pädagogik, die andere von der Soziologie etc., damit wir ein halbwegs differenziertes Bild und nicht nur Migration in der Bildung, Migration am Arbeitsmarkt, Migration im Housing oder im Wohnen etc. Das ist auch höchst unbefriedigend. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht persönlich gemeint, aber ich halte das tatsächlich für ein Grundübel und es passt zur vorigen Frage mit der Schule, dass Veränderung nicht passiert, wenn es irgendwie geschieht, auf die Ebene Stadt etwas anderem zu heben. Richtig. In dem Moment war die Diskussion zum Beispiel über ein fachpolitisches Bildung abgewürgt. Naja, wollen Sie, dass es weniger Turnstunden gibt? Wir haben doch sowieso zu viele ungesunde Kinder. Und halten Sie erst Mathematik nicht mehr für Sie wichtig? Und Musik braucht man sowieso nicht. Ja. Außerdem war es immer schon. Ja. Wir brauchen ein Mehr als Bildung, weil, das war ja unser Konsens, wir mehr qualifizierte Arbeitsplätze brauchen. Wir brauchen mehr gesellschaftlichen Fortschritt und da brauchen wir all die Disziplinen. Es gibt ohnehin dann irgendwann den Punkt der budgetären Machbarkeit, aber schon im Vornherein das Gegeneinander ist genau das Dilemma, was aber im Schulbereich, deshalb passt dazu, genau das passiert. Die Geschichtelehrer sind für mehr politische Bildung, vorausgesetzt, es ist Teil des Fachs Geschichte. Die Geografielehrer vertreten die gleiche Meinung, vorausgesetzt, es wird von den Geografielehrern unterrichtet. Aus der Interessensvertretungslogik her verstehe ich das und damit ich von vorhin auch richtig verstanden wäre, es gibt unglaublich viele Lehrerinnen und Lehrer, die ganz, 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 ganz tolle Arbeit leisten unter schwierigen Rahmenbedingungen. Die Strukturkritik hat sich eher auf die Lehrergewerkschaft bezogen, aber die schätzt mich zugegeben nicht, weil ich habe einmal im Fernsehen gesagt, sie haben die Reformbereitschaft einer Weinbergschnecke. Vom Tempo her. Mon Dieu. Aber nicht die Lehrerinnen und Lehrer, ja, bitte. Ja, aber ich möchte doch noch einen Satz dazu sagen. Schließlich, wenn ich habe ich das Gefühl, dass man in dem Moment, wo man Gender erwähnt, dass ich doch etwas sagen sollte. Wenn Sie nur an die Medizinausbildung denken, Gendermedizin ist sowas von fortschrittlich, weil auf die Art und Weise man draufgekommen ist, dass Männer zum Beispiel Herzinfarkt anders spüren und daher die ganze Medizinausbildung war ausgerichtet am Mann, der Herzinfarkt kriegt, wenn es um Herzinfarkt geht. Die Frau ist daher, der hat es dort woanders wehgetan. Das heißt, erst in dem Moment, wo man differenziert nach dem Geschlecht eine Disziplin, Medizin, kann man eine umfassendere und geschlechtergerechte medizinische Versorgung sicherstellen. Das ist nur als Beispiel. Und das andere, wenn Sie sagen, es tut, oder die Deutschen haben jetzt weniger Maschinenbauer von wegen Ausbildung, dann habe ich ja schon aufmerksam darauf gemacht, dass sich eventuell im Technikbereich etwas verändert hat. Wir machen ja die Kriege auch nicht mehr mit dem Pferdekutschen, sondern eventuell mit anderen Instrumenten. IKT-Lehrausbildung. Universitäre Ausbildung. Es gibt einstweilen einen Lehrstuhl für künstliche Intelligenz an der Uni Linz. Und es gibt die ersten Absolventen. Aber die Absolventen verdienen aber so viel mehr als der Bundespräsident in Österreich. Das heißt, das ist die Technikausbildung der Zukunft. Und so muss man denken. Der 25.000 und ein paar hundert Euro verdient im Monat brutto übrigens. Ja, aber das ist nichts im Vergleich zu... Das heißt, wir müssen uns anschauen, wie sich unsere Gesellschaft verändert mit den Technologien. Und ich bin ganz bei Ihnen, die Technik ist extrem wichtig. Nur ich muss eventuell mehr in die künstliche Intelligenz hineinschauen und dort schauen, in der Digitalisierung. Und das, da muss man auch Mathematik kennen, da muss man auch was mit Maschinen oder von Maschinen verstehen. Aber eventuell die Kombination Maschine-Mensch,
Das ist eine ganz andere Kompetenz. Und die muss man unterrichten. Also das heißt, es ist wirklich wichtig, sich nicht nur oberflächlich einen... diese Sätze sind interessant. Es ist nur die Frage, welche Schlussfolgerung man daraus zieht. Gibt es die Computerintelligenz, Digitalisierungslehrstühle und die Lehrgänge in dem Bereich? Gibt es die in Deutschland? Also das sind dann die Fragen. Ja? Und ja, sorry. War mir schon nicht ganz unwichtig. Oberndau, danke schön. Gudrun Biffel, Peter Pilzmeier, herzlichen Dank. Ich habe einen ganz kleinen Hinweis noch für Sie, weil diese Reihe Erzählte Geschichte geht weiter. Da gibt es noch einen Termin im Oktober, am 20. Oktober. Da geht es um Niederösterreich und Wien, umstrittene Grenzen, auch wieder mit interessanten Gästen. Schauen Sie sich das an. Ich hoffe, Sie hatten einen interessanten Abend und wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.